Ei Gude und herzlich willkommen zur neuen Runde Rise of the Space Lords. Schön, dass du mir dabei bist. Ja, der Mischka kann nicht schreiben, ihr habt es eben im Chat schon mitbekommen. Was soll ich sagen? Ist halt so. Heute mit dabei der Pikachu als Snickers. Palimpalim. Palimpalim. Dann der Black Suicide als Koro. Moin. Der Reg Deck als Alan 52. Guten Tag. Der Reg Jackson als Network 16. Guten Abend. Und der Kako als Corvus und der heutige Resimator. Einen wunderschönen guten Abend an alle da draußen. Ja, was beim letzten Mal geschah. In der Session, die wir da so wunderbar getauft haben, Tower Defense, das passt nämlich auch eigentlich auch ziemlich gut. Das Ganze fing ja damit an, dass wir uns zusammen besprechen wollten, ob dieser Gefahr, der da stattdroht, weil wir wissen ja von einem Goblin-Angriff und wir müssen uns jetzt dementsprechend vorbereiten, weil ja leider nicht mehr so viele Wachen, beziehungsweise ich glaube, es ist jetzt nur noch wirklich der eine Bob oder wie auch immer heißt, ich habe gerade seinen Namen vergessen, der noch da ist und die Garnison bewacht. Ja. Dementsprechend muss man jetzt natürlich überlegen, was wir machen. Da kam allerdings schon die erste Problematik da rein, weil die Goblins, die wir bisher kennengelernt haben, die haben sich ja bisher eher Goblin-untypisch verhalten, also sehr koordiniert und so geplant. Deswegen kamen wir da erstmal, was heißt nicht weiter, aber es stellt uns vor ein Rätsel, vor ein Problem. Auf jeden Fall, der Plan sah dann eben wie folgt aus. Wir sperren die Brücken ab. Das heißt, es gibt ja im Osten gibt es ja zwei Brücken zur Stadt, die wollen wir sperren lassen, beziehungsweise sollte der Angriff darüber erfolgen, wir haben eigentlich Notizen darüber, dass die aus dem Norden aus angreifen zusammen, aber sollten da trotzdem Truppen sein, die über den Osten reinkommen wollen, hat dann Corvus, ich kürze das hier schon mal ab soweit, damit das jetzt nicht ganz ausufert, schon mal Sprengsätze angebracht, die dann im Notfall und auch nur im Notfall gezündet werden, damit dann quasi die Brücken gesprengt werden, die Goblins nicht rüberkommen und wir immerhin vom Osten aus sicher sind. Zudem wollten wir, oder das war zumindest auch der Plan, den haben wir dann später auch umgesetzt, mehr oder weniger, so wie wir es auch wollten, die Bürger informiert und quasi auch einen Aufruf gestartet, dass jeder nochmal in seinem Haus gehen soll und schauen soll, ob im Keller noch eventuell oder auch generell irgendwie in seinem Haus, in seiner Wohnung noch ein Tunnel zu finden ist, weil leider, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in der letzten oder in der vorletzten Session war, wir auch diesen versteckten Goblin-Tunnel gefunden haben in dem Familienhaus, was dann nachher zu einem ziemlichen Drama geführt hat. Und ganz genau. Als wir dann eben unseren Plan soweit zusammengefasst haben, es ging dann natürlich auch darum, dass Kuru sich quasi die Stadtmauer, also die nördliche Stadtmauer und das Gelände davor und dahinter mal ein bisschen anguckt, wollten wir das halt erstmal dann auch noch der Bürgermeisterin natürlich vorbringen, unseren Plan, das hat sie auch, meine ich, von Snickers und Network gefordert, die ja in der letzten Session auch schon bei ihr waren. Und währenddessen haben wir uns dann auch noch irgendwie ausgerüstet. Corvus hat sich nochmal ein paar neue Waffen zugelegt und ich glaube, Network vor allem mehr Munition und so weiter. Generell wurde auch, wie gesagt, einfach ein bisschen eingekauft. Wir hatten uns dann noch so weit abgesprochen, dass wir noch vor der Stadtmauer, den genauen Plan, da komme ich gleich noch drauf zurück, dass Corvus auf jeden Fall für die Pläne, die da in Planung waren, noch Sprengsätze bauen muss. Und wie gesagt, das habe ich schon vorgegriffen, Koro ist dann mit dem guten Foxglove, zur Stadtmauer gegangen und hat dann eben geschaut, was wir noch für Optionen haben. Und da gab es laut Koro auf jeden Fall einige. Er hatte so Sachen überlegt, wie ein Stolperdraht, also Stolperdrähte anzubringen, so schwingende, Star Wars-artige Baumstammfallen, Elektrostasisfallen, Fallgruben, Giftnebel, generell Nebelwerfer, damit die Sicht ein bisschen versperrt ist, Säurespritzerfallen. Das war so alles Ideen, die Kuro eventuell dann da mal in diesem Waldstück im Norden anbringen wollte. Damit nämlich, das schreibe ich jetzt schon mal davor, weil ich die Idee so cool fand, damit die Goblins nämlich eher zum Tor gehen und zu dem Wall, den Kuru mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger da errichten möchte. Quasi so eine, ich weiß gar nicht, wie hoch diese Mauer sein soll. Ich glaube, ein Meter, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall gibt es dann quasi einen Wall mit
einem einzigen Durchgang, wo dann theoretisch die Goblins durch könnten. Und das soll quasi so eine Art Todeszone bilden. Das heißt, die konzentrieren sich an einem Punkt. Wir stellen die beiden Jagdutensilien von Jagdutensilien, die Geschütztürme von Foxglove auf. Und die dann eben das Feuer auf diesen Eingang konzentrieren können. So haben wir dann eben so eine Todeszone erschaffen. Dazwischen kommen dann auch noch mal ein paar Sprengsätze und so, ne, damit das richtig toll für die Goblins wird. Ein schöner Tag und schönes Erlebnis. Ja. Genau. Genau. Wir sind dann eben auch später zur Bürgermeisterin gegangen, haben ihr unseren Plan dann auch vorgestellt und war damit ziemlich d'accord. War auch, glaube ich, ein bisschen überrascht, dass wir dann doch so explizite Pläne hatten, weil ich glaube, der erste Besuch von Network und von Snickers, der war jetzt für sie eher nicht so. Also, da war sie eher nicht so angetan. Einfach nur missverstanden. Genau. Einfach nur missverstanden. Das sehe ich ganz genauso. Ja. Bestimmt. Genau. Müssen wir kurz gucken. Was dann zwischendurch auch nochmal geschehen ist, als Corvus und Network bei, wie hieß der nochmal, Savas Armory, ja, haben wir dann noch die gute Shalelu getroffen, die da auch noch quasi, weiß gar nicht, ob sie eine Bestellung abgeholt hat oder auch was gekauft hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir sie dann nach einem kurzen Gespräch dann auch wiederum zur Bürgermeisterin geschickt und ich glaube zu den anderen beiden, die da in dem Moment den Weg dahin waren, weil sie auch noch ein paar Ideen hatte und generell auch helfen wollte bei dieser, bei den Vorbereitungen der Stadt mitzuhelfen. Und genau, dann als dann eben diese Durchsage gemacht wurde, ich habe es ja von vorgegriffen, wollte das Stickers eigentlich gerne auch auf diesen Knopf drücken und glaube ich auch eine Ansage machen. Allerdings wurde das dann einfach mit einem Nope abgewehrt und war ziemlich traurig leider. Was? Was? Genau, dann haben wir uns halt soweit koordiniert. Wir haben uns um kurz zur Mittagsstunde um 12 Uhr haben wir noch alle Handwerker oder generell alle Leute, die handwerklich begabt sind, zum Rusty Dragon beordert, wo Corvus, also meine Wenigkeit, ihnen dann quasi so grundlegendes Know-how vermittelt hat, wie diese Sprengsätze, also nicht komplett fertigzustellen sind, aber halt ne, quasi so weit vorzubereiten sind, dass Corvus nur noch kleine Handgriffe tätigen muss, damit wir eben eine große Bombenzahl bauen können in vergleichsweise kurzer Zeit. Und dann, als ein wenig Zeit schon vergangen ist, am Nachmittag, haben sich dann quasi alle Spieler hier, alle Leute, nochmal bei der Glaserei, ich weiß nicht, ob der Glasbläserei, auf jeden Fall bei der Glaserei getroffen, um dann eben nochmal gemeinsam die Tunnel zu erkunden, uns zu untersuchen, weil da gab es dann noch weitere, die wir gefunden haben. Und ja, wir haben dann noch einen Moment zu uns halt eine mittelgroße Spalte im Fels gefunden, wo ein weiterer Gang dahinter vermutet haben, ja. Und natürlich, wie wir nun mal sind als Abenteurer, Spielercharaktere, sind wir da natürlich sofort reingegangen. Und dieser neue Gang wirkte dann einerseits deutlich älter als der, den jetzt die Goblins da vermutlich gebaut haben. Und ich meine, der war auch tatsächlich, also klar, die Gänge waren irgendwie alle aus Stein, aber der war wirklich so aus Ziegeln oder generell aus so bearbeitetem Stein gemacht. Ja, und als dann der gute Snickers gerade um eine Ecke gegangen ist, um, glaube auch einen Raum oder sowas zu erkunden, wurde dieser von einer Kreatur, von einem Wesen überrascht und da gab es dann den miesen, fiesen, bösen Cliffhanger. Cliffhanger? Niemals! Ja, genau, um das nochmal... Wenn sie gesagt haben, ich greife an. Ja, kannst du gleich tun. Nochmal zu rekapitulieren, Snickers biegt um eine Ecke und schaut dann in das Antlitz einer humanoid wirkenden, also aufrecht gehenden Kreatur, die aber leichenblass, um nicht zu sagen weiß ist. Die Gliedmaßen enden in Klauen und die rotglühenden Augen, die er in der Schwärze sieht, fixieren ihn. Es öffnet erst sein Maul, wo so eine sich schlängelnde Zunge mit mehreren spitzen Enden rauskommt und sich dann der Kiefer auseinanderbricht und auch nochmal so Fangzähne links zeigt und dann gibt die Kreatur einen gellenden Schrei von sich. Das klingt gar nicht gut. Jetzt müssen wir Initiative.
love to see it. Nein! Mann! Nein! Einmal schön gewürfelt und dann kommen wir direkt mit sowas. Ja. 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 Schön. Der Korb ist jetzt zweimal wieder in der Indie drin, Mann. Ich bin bei mir nur einmal. Ja, er ist nur, du musst die Indie für dich quasi nochmal leer räumen. Ich räume den alten raus, ist alles gut. Ja. Pikachu hat jetzt zwei Net 20s hintereinander gewürfelt in die heute. Egal was ist, das heißt, erster. Es kann nur Scheiße laufen ab sofort. Aber du hast dein Token dabei nicht angeklickt. Schande über dein Haupt. Das ist mir jetzt egal. Ich erinnere mich zu gerne an die letzte Runde, wo andauernd jemand anders die ganzen Net 20s gewürfelt hat. Nicht wahr, Kako? Yes, I'm sorry. Aber es war ja auch nicht meine. Das ist richtig. Das wäre noch, glaube ich, schlechter für euch ausgegangen. Das wäre ganz schön übel ausgegangen. Network, hast du schon gewürfelt? Ich habe schon gewürfelt. Das ist eine 13. Hast du vorher auf dein Token geklickt? Das könnte ich übernehmen. Ich übernehme es. 13,01. Ich muss mich aber auch erstmal dran gewöhnen. Ich hab's gleich richtig gemacht. So. So, warum steht der Diplomat eigentlich ganz vorne? Deine Wollknolle auch immer. Ja gut, du bist aber unser Scout, ne? Da müssen wir mal ehrlich sein. Ich mach mir da nur meinen Anzug dreckig. Also eigentlich bin ich nur der Pilot. Ja, natürlich. Und ich alles andere. Ich überleg gerade, von was Alan eigentlich angeschlagen ist. Wir waren doch alle voll geheilt. Ja, ich glaube, das sind noch deine Stamina-Punkte, oder? Ich weiß nicht. Ja, aber ich meine, wir hatten ja eine Rast zwischen dem Wissen bei den Goblins und dem, was jetzt passiert, oder? Ist sicher Vollzeit eigentlich. Wir haben eine Nacht geschlafen. Ja. Habe ich einfach noch nicht aktualisiert. So. Ach, Schlaf wird überbewertet. Ich muss doch Sachen bauen. Every gamer ever. Okay. Ja. Gut. Dann, weil Snickers ja so gekonnt vorne steht, passt das ja, dass denn der Turn Order auch ganz vorne dran ist. Dann darfst du loslegen. Soll ich im Chat einfach nach oben zeigen? Nein. Nein, ich guck mir das Vieh aus. Ich mache einen Survival-Check gegen... Ich würde gerne einen Trick-Attack machen. Ich gucke jetzt, ob er bescheiden da steht. Ich mache einen Survival-Check gegen... Boah, ich gucke gleich nochmal. 23 könnte sogar schon knapp sein. Level des Monsters plus 15 war das, glaube ich. Nee. Oder 20 plus sein irgendwas. Ja, 20 plus Level plus den HG des Monsters. Das ist die HG. Mhm. Ja. Hm? Da ich dir gleich der HG 2. Das heißt, dass mein Trick Attack klappt. Ja. Erfüllt eine 6 und kriegt eine 23. Er hat schon wieder die Starfinder-Modifikatoren vergessen, ey. Nee, das ist ja, weil ich Boni bekomme ohne Ende. Ja, dann darfst du Schaden machen. Ja, ich. Nein, ich darf jetzt angreifen. Ach so. Ja. Diese Würfel. Es war so klar! Und eine 16. Ist schon ja, aber trotzdem das andere. Ja, also. Vergleich das mit dem Wurf oben. Ja. Einfacher hat Schaden gemacht. Treffe ich mit einer 16? Ja. Ja, mache ich 6 Schaden. Gottes Willen. Ja, dann feuert deine. Was war's? Arc Pistol, also der Lichtbogen, den du raushämmerst, schlägt in das Monster ein. Und man sieht, wie der Körper so ein bisschen spastisch zuckt und es dann wieder aufschreit.
Ich hätte eine kurze Frage. Ja. Klappt bei jedem die Turnorder? Ich habe nur... Er hat noch alte Tokens wahrscheinlich drin, die nur er sehen kann. Also wir sehen nur vier, aber das ist ja egal. Solange die anderen beiden haben die Tokens nicht angeklickt beim Würfeln. Die habe ich von Hand nachgetragen. Ja, die werden bei uns nicht angezeigt, aber es ist nicht so schlimm. Solange du die Turnorder hast und sagst, ja, was dran ist, ist alles in Ordnung. Ja, ist okay, ist okay. Ja, nächstes ist Corvus. Corvus ist dran, ja. Ja, da ich ja bisher nichts sehe und auch nicht so viel machen kann. Ich würde gerne meine Bewegungsaktion dafür aufwenden, dass Vale gleich quasi eine volle Aktion bekommt. Und dann würde ich mich gerne mal... Ich kann ja mittlerweile durchaus mich bewegen. Moment. Eins, zwei. Ja, das passt. Würde ich insgesamt mal dann hier hingehen. Slack ein bisschen bei mir und dabei dann und dabei dann meine Waffe ziehen. Das wäre dann meine Aktion. Kannst du tun. Ellie. Ja. Ich gehe erstmal um die Ecke, um zu gucken, was da eigentlich ist. Also laufe ich mal da lang und dann sehe ich da schon was. Warte mal. Wir haben zwei Ellies. Haben wir? Ich sehe gerade hier noch eine Ellie. Oh, da ist keine Ellie, du musst dich vergucken. Nee, da sind zwei. Ich sehe da keine. Lol. Egal. Da müsste ich ja direkt an das Viech rankommen und währenddessen meine Waffe aktivieren können. Klack. Dann würde ich es gerne wecken. Wack das Ding. In Hoffnung, es zu treffen. Attack. Da kommt die Würfel. Oh. Ja, eine 19 trifft. Und ja, dann kriegt das 8 Slashing Damage. Das schreit auch nach dem Treffer wieder auf. Also Vale? Ja, und zwar würde Vale jetzt erstmal nach vorne gehen. Der hat so eine unfassbar hohe Speed. Müssen wir jetzt mal gucken, wie weit er kommt. 1, 10, 15. Ja, dicke. Dann, da der halt sehr, sehr klein und flink ist, der hat eine 50 Fuß Bewegung am Boden, würde er mal hier hingehen. Gute, also ne, das er sieht halt so aus wie vorher auch, dieser Katzen, dieser Catbot quasi, huscht so zwischen den Beinen hin und her, biegt um die Ecke, schleidet so ein wenig. Und dann, das war seine Bewegungsaktion, würde der gerne einmal mit seiner brandneuen, wunderbaren Waffe einmal schießen und guck ich mal, ob die trifft. Hoffe, er hat's übernommen. Ich habe gerade einen Kapitalfehler. Ich habe für euren Gegner noch keine Ähnlich geworfen. Oh, das ist... Keine Angst, der ist einfach nicht dran. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich trifft ihn eine 13, aber nicht. ERK oder KRK? ERK ist eine Flammenwaffe. Okay. Ja gut, macht aber dann nur 2 Schaden. Ja, dann wird Ellie sehen, dass während die Drohne gerade so um die Ecke biegt und sich dann auf eine Linie mit diesem Wesen, die diesem Ding befindet, sich aus dem Rücken noch so eine kleine Pistole manifestiert und dann so ein konzentrierter Feuerstrahl, also keine Flamme, sondern wirklich so ein gelber, ja, vielleicht für sie erstmal so ein Hitzestrahl, einfach nur ja, so ein paar Schritte quasi nach vorne schießt und dann wahrscheinlich so ein bisschen die Haxe des Dings verbrennt oder so, aber macht nicht viel Schaden. Ja, gut. Zeitgleich, eigentlich kurz vorher, bevor der Strahl von Vale in den Gegner einschlägt, hebt er seine Klaue und schlägt nach Ellie. Achso, da unten. Trifft eine 19.
Ja, gerade so. Dann reißt du mit der Klaue über die Brust, über deine Brustpanzerung und reißt du da ein Loch rein für 6 Schadenspunkte. Gut. Ah. 6 hast du gesagt. Das ist immer gut. Minus 6. Werden nur mir Mischkas Würfel nicht angezeigt, oder? Nee, ich sehe die auch nicht. Die Würfel sind die geheimen Spielleiter. Also eben habe ich mir gerade einen, habe ich eben gesehen, aber jetzt, wo du es gerade sagst, bei dem Wurf von dem Gegner habe ich sie nicht gesehen, obwohl ich 3D-Würfel aktiviert habe. Aber ich sehe auch schon im Roll20-Chat-Verlauf deine Attacke nicht. Ja, ich auch nicht. Echt nicht? Ah, 2GM steht das. Warum ist das 2GM? Hm. Ja, du solltest auch privat zu würfeln. Ich würde sagen, das heißt zum Game Master. Ja, schon, aber warum würfelt der Charakter zum Game Master? Fragen über Fragen, euer Herren. Mhm. Ach, Anzeigemodus, SC, oder wie? Sie. Würfel doch einfach nochmal den Mast. Das ist aber falsch. Dann ist jetzt der Charakter. Jetzt habe ich den Charakterbogen gelöscht, oder was? Steuerung Z? Das funktioniert manchmal bei Roll20. Nicht immer, aber manchmal. Nee, ist alles noch drin. Gut. Ja, nee, muss. Gibt noch vorne einen Anzeigemodus, sehe ich gerade, der Kommunikation. Der ist öffentlich. Das heißt, den nächsten Wurf seht ihr. Alles klar. Gut. Vail war dran, dann ist Network 16. Unser Omnitech-Repräsentant. Ja, ganz genau. Dann bewege ich mich einmal nach vorne, um jedenfalls einen Blick auf dieses Wesen zu haben. Und wie sieht denn das Vieh im Vergleich zum Captain aus? Der Captain hat keine weiße Haut und keine roten Augen, oder was ist jetzt die Frage? Nein, ich meine vom gerade der Verletzte. Würde ich jetzt einschätzen, wenn ich mir das so anschaue, okay, es sieht gerade gut genug für den Captain aus, dass der jetzt nicht in den Nahkampf schießen muss, oder sieht es so bad aus, dass ich sage, ja, das Vieh sieht dann doch noch ein bisschen zu frisch aus. Also Frage. Die Wunden, es hat schon einige Wunden, aber es sieht so aus, als wenn es noch sagen wir mal 14/30 seiner Lebensenergie hätte. I see! Auf einer Skala von 1 bis 30. Wie gut fühlt sich das Ding? Ja, gut. Ob das jetzt so genau. Naja, egal. Im Zweifel, der Captain kann sowas ab. In den Nahkampf schießen war mit minus 4, nicht wahr? Ne, ich meine, war mit minus 2. Man mag ja mich dabei korrigieren. Okay. Ja, dann versuchen wir das doch einfach mal. Schön die Laserpistole im Omnitech-Design. Oben natürlich immer vorne den linken Arm hinterm Rücken verschränkt, den rechten ausgestreckt mit der Laserpistole und einmal. Piu! So geil! So, das heißt, mit minus 2 komme ich immer noch auf eine 18, geht auf die EAC. Trifft. Dann mache ich 4 Schaden. Ja, dann brennt sich dein Energiestrahl. Das Monster schreit wieder auf und ich sehe gerade, ich habe eben etwas vergessen. Alan muss einen Will-Saving-Throw DC 12 ablegen. Hat es was mit Magie zu tun? Nein. Na ja, gut, es ist Einfluss, Outsider-Influence. Oder Aberration-Influence. Also es ist nichts direkt von Magic dabei. Ich glaube nicht. Okay, ich warte. Ja, weil, okay, gut. Dann frage ich anders. Warte. Equipment, da war nämlich auch noch was. Influence, das klingt, als würde ich da. Äh,
Okay, das klingt, als wenn das irgendwas mit meinem Mind-Influence und so zu tun hat. Dann müsste ich da einen +1-Bonus zumindest drauf kriegen durch mein Whispering Gurus Ding. Ja, sagen wir mal. Ja. Gut. Dann funktioniert zwar Magieabstoßung nicht, aber zumindest das. Dann haben wir hier eine Natural One. Ist scheißegal, warum frage ich überhaupt? gut, ja. Was krieg ich? Du merkst, dass dich pure Wut, purer Hass durchströmt. Und effectively bist du jetzt sickened. Das ist -2 auf alle Angriffswürfel und Damagewürfel. Saving Throws, Skill Checks, Ability Checks und eigentlich auf alles. Ja, nice. Ja. Dann kann das clevere Character Sheet kann uns doch bestimmt. Gut, Kuru. So. Ich biege mich mal bis hier hin, ob ich dann Sichtlinie oder in Klammern Sichtlinie zu dem Tierchen habe. Damit ich dann mein Custom Micro Lab auf meinem Arm benutzen kann. Um zu identifizieren, was für ein Tierchen es sich da vorne handelt. Und welche. Warte, lass mich es genau sagen, damit ich jetzt keinen Schluss erzähle. To recall any piece of useful information. Das heißt, du kriegst Gesinnung raus und Klasse, also jetzt Outsider. Spezialangriffe des Tierchens und auch Schwächen und so. Aha. Und das rechnet sich aus der Rarity des Monsters mal den CR, bla, also ich habe die Tabelle aus dem Regelwerk, die ist da. Und den Skillwurf, den ich nicht machen muss, weil ich eine 20 nehmen darf, ist dann 30. Ja, ich denke, das passt. Biohacker darf das. Ihr beschwert euch über einen hohen Survival-Check, ja? Ich muss immerhin noch würfeln dafür. Ich finde ja nur Sachen über das Vieh raus. Ja. Alle hacken sie auf dem Waschbär rum und der Baum cheatet. Ist wieder ganz toll. Ja. Also, du kriegst es raus, der hat keine Mimik. Der kriegst jetzt raus, wie man diese Kreatur nennt, oder wirklich nur die Spezialangriffe, dann sag ich dir nur die. Nee, ich krieg okay, a successful skill check allows you to recall useful piece of information about a specific creature, such as its special powers or vulnerabilities, oder eben was es eigentlich ist. Und das ist quasi ein DC, den du durch das Monster einfach hast, und umso seltener es ist, desto weniger Infos habe ich. Und ich gebe dir... Ja, aber was heißt, umso seltener? Das ist am Challenge-Rating abhängig, am HP, am... Okay, also es wird... Ja, genau. Creature's Rarity 5 plus 1,5 mal Creature's CR. Okay, 8. Läuft und ich... Gut, und ich sag 30. Und jetzt gibst du mir für alle 5 Punkte überhalb dieses DCs, den ich dir gerade gebe, gibst du mir Informationen, die Informationen. Ich benötige. Also, die Kreatur nennt sich Sinspawn. Neutral Evil, Medium Aberration. Das sehe ich jetzt mal als 2 Informationen an. Dann einmal hat es die Fähigkeit Scent Skin. Okay.
bezieht sich auf die zweite Fähigkeit, dann sagt er jetzt die zweite Fähigkeit, Wrathful Bite, das ist das, was er eben mit Alan gemacht hat, quasi, dass er seine Sünden- oder hassgetriebene Natur in einen Gegner injiziert und ihn dann durch Hass ansteckt oder Tobsucht. Das war jetzt eben das mit dem Sickened. Und jemand, der so gebissen wurde, wurde mit Sünde markiert und kann durch Send Sin aufgesucht werden. Das heißt, Alan ist jetzt quasi ein Riechkissen für Sinspawns. Und stinkig für die nächsten paar Runden. Gutes Wortspiel, ja. Worth it. Wie heißt das Tierchen jetzt nochmal, dass ich es richtig sage? Sin Spawn. Nita, es ist nicht Sand Skin, es ist Sand Sin, also Sünde riechen. So, Crew, das da ist ein Spawn, ein Sin Spawn. Wo ist sein Kind? Ich glaube, es richtig. Und, unsere geliebte Captain wurde gerade von etwas gebissen und hat deswegen jetzt den Geruch, um von der zweiten Fähigkeit dieser kleinen Kreatur immer wieder aufgefunden zu werden. Das klingt nicht gut. Und es lässt sich anscheinend durch alle Art von Schaden vernichten. Feuer! Ja, hat keine Einschränkungen im Schaden, richtig. Gut, hast du irgendwie einen Reden halten Wurf? Weil ich weiß nicht, wie deine Kampfrunden sind, aber das waren jetzt irgendwie 4-5 Sätze. Ich nehme meine komplette Standardaktion dafür. Gut. Schniggers. Ja. Ich survival den wieder. Jetzt, wo du weißt, wo du hinschießen musst. Ich weiß immer, wo ich hinschießen muss. Los, Würfel. Würfel. Ah. Puh. Ah. Ja. Super. Danke, Road 20. Gebe mir die 20, wenn ich sie nicht mehr brauche. Also, ich habe meinen Survival-Wurf geschafft für den Trick Attack. Ja. Ich Trick Attacke wieder. Das tolle Programm, ja. Was geht denn hier im Chat ab? Ich kann ja gar nicht. Ja, klar. Wie war das jetzt? In den Nahkampf schießen ist nochmal ein Malus, oder was? Ja, ich meine von minus 2. Ich gucke aber gerade nochmal nach. Dauert noch ein bisschen. Ich meine aber minus 2 ist es. Das hatten wir schon ein paar Mal erwähnt, ja. Das trifft er nicht. Dann schießt deine Arc-Pistol leider vorbei. Und an der Wand brechen ein paar Geröllbrocken raus. Corvis. Ja, 20 gewesen. Ich habe ja, als ich mich dann so ein bisschen noch an den anderen vorbeigedrängt habe, mein neues Gewehr gezogen. Und ich probiere dann auch einmal unser Gewehr anzulegen. Muss vielleicht noch so ein bisschen gucken, wie ich das so handhaben werde, weil das ist ja nochmal auch neu. Und dann möchte ich gerne mit meinem neuen Laser-Rifle Laser. Auf das Ding schießen in den Nacken. Laser! Ist immer alles besser mit Lasers. So. Ja. Und mit 300 Würfeln ist immer sowieso alles besser. Ja. Minus 2 für Nahkampf trifft trotzdem. Mhm. Dann kriegt er 8 Schaden. Feuerst du seinen Laserstrahl ab. Und brennst ein Loch in den Oberkörper des Sinspawns. Der jetzt schon schwer auf halb 8 hängt. Elli! So, Captain, jetzt seid ihr dran! Mach den Sack zu. Ja, ich kriege Susabidos 2 auf alles, du. Jetzt passt du mal auf. Pass mal auf, du. Oh, und da ich ja gerade wütend bin, mache ich natürlich einen Full Attack hier. Das heißt minus 6 auf die Angriffe. Ich sehe nichts, was hier schief gehen könnte. Ja. Ich hätte aber auch selbst mit dem plus 4 nichts getroffen. Also.
schreist wütend auf, aber schlägst immer wieder an dem Monster vorbei, das seinerseits wieder versucht, seine Klaue in dich reinzuschlagen. Ja, der trifft dich nicht. Ja. Haut dir dann Klaue so von oben nach unten in die linke Schulter, aber kratzt dich nur direkt an der Panzerung, macht dir 4 Schaden. Vale. So, jetzt kann ich mich auch muten. Ja, Vale und dadurch, ja, ich auch quasi sehe, dass ja, die gute Captain in Bedrängnis ist, würde der noch einmal, wie gesagt, er hat, ne, also seine Pfoten krallen sich so wirklich in diesen steinernen Boden fest, ne, kommt halt und dann möchte er noch einmal auf dieses Wesen schießen. Der Schuss geht halt quasi 20 Fuß weit, also das trifft ihn genau und keinen anderen von uns. Und ja, wie gesagt, schießt mit seiner Flammenpistole nochmal. Oh, ja, 22. Wird wahrscheinlich treffen. Trifft, mit 4 ja. Schaden. Genau. Und 4 Schaden. Und ja, dann sieht man, wie der Flammenstoß aus Vales Rücken, oder wo ist die festgemacht? Rücken, genau. Da ist so eine kleine Klappe, die, ne, dann quasi schiebt sich da so eine Pistole hoch und dann. Pssch. Ja. Über den Sinspawn überbrandet, er dann Flammen aufgeht und brennend schreiend zu Boden geht. Ja, als die Drohne dann quasi keine Gegner mehr wahrnehmen kann, weil der eine ja da gerade so wahrscheinlich etwas wohl so richtig in Flammen gehüllt ist, ja nicht, das ist ja dann mehr so ein konzentrierter, wie so ein Melterschuss quasi, weil nicht annähernd so stark, dann ne, klappt sich diese Waffe wieder ein und dann setzt sie sich auch so hin wie so eine Katze und wartet, da ein bisschen rumkomme. Captain, alles gut? Wie fühlen Sie sich? Ja, wo ist die nächsten? Und ich renne den Gang weiter. Captain, ich schaue so die anderen an. Der Captain scheint höchst motiviert zu sein. Wir sollten sie aber nicht alleine lassen. Ihr vielleicht folgen, damit sie nicht noch in eine Falle tappt. Go! Will. Ich bin ja gerade wütend und stur, wenn ich das richtig verstanden habe. Für 6 Kampfrunden. Jetzt ist er nach oben weitergerannt. Achso, für ein paar Sekunden. Achso, okay. Ja, dann komme ich bis hier hin irgendwie und reg mich dann ab. Hey, ich habe eine Tür gefunden. Ja, du stehst vor einer geschlossenen Tür. Willst du sie aufdrücken? Steintür. Ketten? Ja. Darf ich mir kurz das Loch in deiner Brust anschauen? Führt das Flüssigkeit raus? Das ist immer Blut. Ja, okay, ist richtig. Du siehst, ich spür's. Darf ich jetzt? Ja, mach dein Doktor-Ding. Wo bist du eigentlich? Ich stehe hinter dem zweiten Alley. Okay, ich folge der richtigen Alley. Auf mein Klo zu fahren. Komm her. Ich würde an der Tür lauschen. Gut, dann. Bitte. Scanne ich dich gerade und flöße dir schätze dir so ein paar Maden auf die Brust, die sich da so ein bisschen festriggeln. Und das wieder festmachen und dabei ausschrumpfen. Und du heilst 4 Stamina Points. Okay. Yay. Klaus schon 28. Wir sollten übrigens jetzt vorsichtig sein, denn wenn hier noch mehr Sin-Spawns rumlaufen, die können unseren Captain wahrnehmen. Wieso das denn? Weil du jetzt für die, ich sag mal, lecker riechst. Geh dich waschen. Du bist jetzt wie das Licht für die Motten. Wollt ihr da eine Falle machen? Ich renne hier einmal durch und lock sie hinter mir her.
Das klingt nach einem ziemlich waghalsigen Vorhaben, Captain. Ich rate dringend davon ab. Ich sag mal so, das könnte funktionieren, aber... Network schaut zu Corvus rüber. Ich war ja nur, wir haben ja... Also, wenn wir alle hier warten und... Ah, wie auch immer, du hast ja recht. Also du solltest schon vorausgehen, denn du wirst definitiv wahrgenommen. Aber wenn wir kurz stillhalten, nehme kurz so eine meiner Ampullen raus. Jetzt geht's dir besser. Du kriegst jetzt einen AC-Bonus von plus 1. Wow! Er liebt es nicht, den ganzen Tag mit Nadeln und Maden vollgestopft zu werden. Yummy! Immer ihr biologischen Lebensformen mit euren Problemen. Das ist eine gute Frage. Kann Koro eigentlich Network heilen mit seinen Maden? Praktisch schon. Ja, wenn es praktisch geht, geht es auch theoretisch. Ich muss bei ihm ja nur anderes Mittel benutzen. Schweißbrenner, gell? Ich habe natürlich auch für Network-Mittelchen dabei. Cool. Ja, ihr habt in der Tür gehört, ihr habt nichts gehört, wollt ihr die Tür öffnen? Ich höre nichts. Sollen wir sie aufmachen? Wir machen sie auf. Ich öffne die Tür. Ja, warte. Zieh doch in dem Moment so mit dem Gewehr. Ja. Öffnete die Steintür, die über den Boden schabend aufgleitet und dahinter einen Gang freigibt. Ich stehe mich jetzt rum, stehe direkt neben dem Captain, nehme mein Knicklicht, was mir noch um den Hals hängt, ab, ja, und binde sie jetzt so an der Hose fest. Captain leuchtet jetzt blau, ich ziehe ein nächstes Knicklicht, knicke es und häng's mir um. Mein Vorrat geht zur Neige. Oh nein, nicht die Knicklichter. Ja. Gut, ich laufe blau leuchtend nach vorne. Hinterher. Weiterer Gang. Ja. Habe jetzt natürlich gerade ein Problem. Ich habe eine Karte ohne. Ah, da ist es. Kannst da weiterlaufen. Orvis, Network, ihr dürft vor. Jawohl. Okay, andere gehe eins, zwei, ein bisschen was Größeres und dann geht noch eine Abteilung nach rechts weiter. Nimm den linken. Es gibt keinen linken Gang. Dann immer geradeaus. Zeigen denn keine Spuren in der Richtung? Das sollte mir auch nicht looten. Das wollte ich nämlich gerade auffragen. Steiner am Boden, du siehst keine Spuren auf dem Boden. Geht ein Gang nach oben. Auf dem Gang nach oben fällt dein Blick auf so eine Art Statue im Halbdunkel. Okay, da vorne ist irgendwas Statuenmäßiges. Oh, ist dahin, dahin. Ich wollte gerade sagen, wollen wir uns das nicht mal anschauen? Ja. Okay, geh vor. Genau. Ja, bitte. Ja. Ladies first und so. Da vorne ist blau. Orangener Laser, der in eine Richtung zeigt. Was? Das heißt, das ist eine Treppe, die nach unten geht. Ja, die Statue, so, die ihr dort erkennt. Natürlich. Die Statue, die ihr dort erkennt, ist
euch zum einen fremd, aber zum anderen teilweise bekannt. Insofern bekannt, dass sie sowas wie ein menschliches Skelett zeigt. Aber diese Statue scheint aus Metall zu bestehen. Die Augenhöhlen sind leer, dunkel. Ob die Statue aus Metall gefertigt wurde oder ob das was Besonderes zu heißen hat, ist jetzt erstmal schwer zu sagen. Aber diese Statue steht hier wie eine Art Wächter. Was scheint sie denn zu bewachen? Also steht sie irgendwie mit dem Rücken oder so zu einem bestimmten Gang? Mit dem Rücken zu dem Gang mit den Treppen. Also, ich kenne mich mit so Sachen ja echt nicht aus, aber egal, was der Kerl hier bewacht, es wird auf jeden Fall da irgendwo liegen, oder? Ist wahrscheinlich. Logisch. Frage ist, wollen wir da jetzt unbedingt hin? Er guckt sich so ein bisschen um. So mysteriöse Gänge, komische Statuen, so. Vor allem wollen wir sehr viele undurchsuchte Gänge in unserem Rücken lassen, ist die Frage. Allerdings scheint diese Statue oder, ja, sagen wir es mal, diese Statue, abgesehen von der menschlichen Anatomie, die ja zumindest keiner von euch sehr gut kennen müsste, weil ihr eigentlich alle keine Menschen seid, naja, aber also, wir haben ja schon alle mal Menschen gesehen, so, also. Ja, ihr habt schon mal alle Menschen gesehen, das ist die Frage, ob ihr euch mit der menschlichen Skelettstruktur bis jetzt auseinandergesetzt habt. Natürlich. Also ich kenne jemanden, der da ja sagen würde. Sehr gut. Ich würde da ganz gern mal nachgucken, was die Figur sich für mich anfühlt, nachdem ich mein Radar da so rüberlaufen lassen. Was kannst du denn erkennen? Kannst du irgendwie Materialien analysieren, oder? Das kann ich machen, ja. Wenn du mir ein bisschen Zeit dafür gibst, kann ich das alles machen. Das müsst ihr halt gucken. Ansonsten erkennen die anderen, abgesehen davon, dass es so eine Skelettstruktur ist, die ihr seht, dass diese auf dem Brustkorb ein Symbol hat. Ein Kreis, von dem mehrere Linien ablaufen. Eine senkrecht nach unten, eine nach links, eine nach rechts. Eine nach links unten, eine nach rechts unten und die beiden, die nach oben ablaufen, sind so wie Hörner gebogen. Aha. Kommt uns das Symbol irgendwoher bekannt vor? Ja, Heraldik, wissen intergalaktische Rassen. Culture vielleicht? Ja, genau. Tumor klingt danach. Das ist so alles zusammengefasst worden in Culture. Ja, gut, ja. Dann. Also mich interessiert eher die Zusammensetzung des Steins und das Alter und ja, ob hier was anderes dran ist, außer noch Stein und dann eben die Figur hinten dran. Ich habe leider kein Culture. Ich mach das einfach mal als Physical Science. Kannst du machen. Macht Sinn, oder? Ja. Nicht so gut. Okay, jetzt ist ein Haufen Würfel gefallen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wer hat jetzt hier was gewürfelt. Culture 17. Also Reception eben, die 28. Ja, damit kannst du rausfinden, dass diese, also erstmal Black Suicide, beziehungsweise Koru, diese Figur besteht aus einer Metalllegierung. Einer sehr widerstandsfähigen Metalllegierung. Aber du kannst nicht rausfinden, welche Metalle dort verwendet wurden. Das denke ich jetzt alles laut, währenddem ich hier so kleine Schaben davon in meine Röhrchen in meiner Armranke reintue. Teilen mir meine Helferchen-Insekten mit, nachdem sie das aufgelöst haben, dass das eine Metalllegierung ist. Aber nur mit der nötigen Zeit kann ich mich da noch eher mit befassen. Es ist kein Stein. Die Frage ist, haben wir die nötige Zeit dafür? Ich würde sagen eher nicht. Also lass uns auch bloß schnell hier verschwinden. Alles mal absuchen, dann weg hier. Wir haben noch was anderes zu tun.
Dann für diejenigen, die sich über die Kultur dieser Statue Gedanken gemacht haben, erstmal so im Offiziellen kein Plan, keine Ahnung. Was aber darauf schließen lässt, dass es jetzt etwas, was den Paktwelten vielleicht unbekannt ist, was in seiner Geschichte so alt ist, dass es nichts mit der, in Anführungszeichen, normalen Paktwelten-Historie zu tun hat. Oh. Ja. Hat die Statue irgendwas Magisches an sich? Bonus Momentus. Ja, währenddessen schaut der Korb so zwischen den anderen hin und her, weil die das ja irgendwie so beobachten, dieses Ding, und ich schaue mir das halt nur an und habe halt überhaupt keinen Plan, was das sein soll. Wirklich so überhaupt nicht. Da die anderen ja gerade noch beschäftigt sind, würde ich dann, weiß nicht, wäre wahrscheinlich ein Stift Papier oder irgendwie so ein Pad zumindest haben, würde ich mal versuchen, so etwas krakelig dieses Symbol nachzumalen. Da wollte ich gerade auch drauf hinaus, ich würde meinen Com rausholen und einfach ein Foto davon machen. Ja, genau. Ja, logisch. Selfie-Time! Nein, so nicht. Wir sollten es der Bürgermeisterin oder so zeigen. Vielleicht kennt sie es ja. Ja, oder der Priester. Also, ich habe das noch nie gesehen. Ihr? Negativ. Nope. Sag mir aber nicht. Das ist wieder was Neues, was ich entdeckt habe. Ich hab das erste Foto davon. Ich verschränke die Arme. Ich bin überwältigt. Die Hölle sein in einem Patentkrieg. Ja, wahrscheinlich. Okay. Könntet ihr bitte kurz leise sein, damit ich mich konzentrieren kann? Ihr denkt zu laut. Und jetzt schmeiße ich euch mal kurzerhand aus der Telekommunikation raus und aktiviere Detect Magic. Das Bild des Zeichens habe ich euch jetzt mal geschickt, dass ihr dort seht, beziehungsweise ja. Aha. Eben nicht seht. Ja. I see. Müsste ich gerade mal kurz überlegen. Warte mal. Ja gut, es kann ja keiner was damit anfangen. Nee. Gehen wir jetzt zuerst hier nochmal links in die Höhle zurück oder jetzt geradeaus oder da vorne in den Gang? Captain sagt mir, das ist eigentlich herzlich Wumpe. Also ich würde erst da vorne in den Gang nochmal. Noch nicht runter, sondern erst da hinten, wo wir dran vorbei sind. Ja, ich schau zu Captain. Ja, ich würde auch erstmal nach hinten gehen. Captain wartet ich doch hab... noch auf eine Antwort von mir. Ja, ich warte auch noch auf eine Antwort von dem Kollegen da. Wir flüstern ja nur so leise, während du da stehst und mit deinem Laub raschelst. Ja, ist recht angenehm. Also, ich wirke Detect Magic auf die Statue vor mir und wenn das nichts hilft, dann den Gang runter. Du hörst keine Magie. Gut, also raschel ich kurz. Lock euch alle wieder in meinen telepathischen Funk ein. Captain? Ja? Bestätige es nicht magisch. Das ist doch mal was Positives. Gott sei Dank. Das sind uns immer noch gerade eben gefehlt. Ja gut, Captain, wollt ihr dann vorgehen? Ja. Also vor, zurück natürlich. Genau. Ja. Erstmal hier gucken. Ich habe eine Vermutung. Ich dachte, wir waren raus. Oh, ich verstehe. Woher kommt? Ich hatte nur die Vermutung, dass es dort zurückgeht. Hm? Ich hatte nur die Vermutung, dass der Gang, der dahinter uns ist, dass das nach unten zurückgeht und ich würde jetzt hier den Gang angucken.
nicht schön was als dunkle Gänge. So sicherheitshalber, Steck, bist du irgendwie im WLAN oder so, weil du bist ziemlich abgehackt manchmal. Nee, eigentlich nicht, aber mein Internet macht heute ein bisschen zicken. Ich tue in der Pause mal den Router neu starten. Gut, sind wir ja zurzeit gewohnt. Jetzt mal das Mikrofon ein bisschen ran. Nee, es ist kein Abhaken von VoiceGate, sondern mit einem leichten Verzerren drin, also Bandbreitenthema. Ja, dann seht ihr, dass der Gang dort weiterführt und dann irgendwann ein bisschen nach rechts abknickt. Captain? Bei mir ist alles immer in langen, dunklen Gängen. Manchmal sind wir aber auch draußen. Dann sind immer noch dunkle Gänge. Gut. Der Witz wird nie alt. Ich sehe Stufen. Genau. Ihr seht mich an die Kellerleiter geschossen in der Omnitech-Firmenzentrale. Sorry, ich hab unterbrochen. Was nochmal? Das ist gut. Erinnert mich an die Kellergeschosse der Omnitech-Firmenzentrale, nur mit weniger Metall. Die sehen genauso aus, auch mit den Statuen? Es ist die Statue des Omnitech-Gründers. Weniger skelettiert, aber ebenso viel Metall. Bestimmt aus Gold oder sowas. Tatsächlich Platin. Was? Warum frag ich überhaupt? Ich sehe da was, ich renn dahin. Ja, der Gang weitet sich ein wenig. Pass auf, in so einen patentiert er's. Kleinen Vorraum, wo so ein Podest in einer Nische eingelassen ist, wo ein paar Stufen hochgehen. Und das sieht aus wie so eine Art Steinblock mit abgerundeten oder abgeschrägten Ecken, wo oben auf der Oberfläche auch wieder dieses Symbol eingelassen ist. Ich gehe da drum herum, guck mir den an, spring einmal drauf, untersuch das Teil komplett. Wenn ich irgendwo Luftschlitze sehe oder so, dass das wie so ein Deckel ist, also gehen wir mal jetzt davon aus, es ist ein Sarkophag. Davon gehe ich jetzt erstmal davon aus, ich untersuche das Teil. Also vom Aussehen her könnte es wirklich gut ein Sarkophag sein. Sehe ich denn irgendwie quasi, dass da ein Deckel dran ist? Also das ist so. Sie ist kein Fugen, nein. Wenn ich eine Sache beim Leben gelernt habe, dann, dass man die Toten dort lassen sollte, wo sie hingehören, und das ist in ihren Steinkisten. Also Finger weg von der Steinkiste. Ja, du siehst mich, wie ich oben drauf stehe und auf dieses Symbol einfach mal so drauf drücke. Ja, das ist einfach fester Stein. Puh. Gut, und jetzt Finger weg von der Steinkiste. Da bin ich auch auf jeden Fall für. Ich kletter runter. Ja, ansonsten seht ihr jetzt nach rechts unten, also Süd. Osten gehend eine doppelflügelige Steintür, die auch in der Mitte durch den Schlitz der Tür geteilt dieses Symbol groß eingelassen hat. Ist das Ding jetzt hohl oder nicht? Was hohl? Ich geh noch mal dran und klopfe. Ne, deswegen mache ich es ja gerade, weil ihr gerade abgetappt seid und es hieß keine Finger mehr dran. Naja, Ranken sind keine Finger, also. Nein, ist ein massiver. Durch mein Blindset spüre ich ja einfach, dass da Schall rein und Schall wieder raus. Ja, massiver Steinblock. Ist ein Stein. Ich darf die Finger nicht dran lassen und ihr kratzt kaputt. Erinnert mich dran, dass ich ab sofort sage, sobald ich meine Finger weg, meine ich auch Ranken weg. Und Füße und Zehen und Zungen und Nasen und sonstige Körperteile. Ja, wir haben es verstanden, glaube ich. Gut.
Die haben vergessen, Flügel zu erwähnen. Danke, Network. Gut, berührt haben wir das Ding jetzt Snickers und Co. Mr. Corvis. Ja. Macht mal ein Fortitude Saving Throw. Oh Gott. Ach, wer macht es nicht gern? Hat das was mit Magie zu tun? Entschuldigung, wir machen alle einen? Nein. Jeder, der es berührt hat. Der Waschbär und der Baum. Ach so. Gut. Ich hab's nicht berührt. Ich dachte, es ist, weil ich an die Tür gelaufen bin. Da waren Leute wieder so neugierig. Oh oh. Er hat gesagt, ich bin der Scout, ich muss vorrennen. Ich hab alles gegeben. Du lässt mich vorlaufen und rennst dann vor, wenn es für dich interessant wird. Guter Scout. Merkt, wie eure, als ihr von diesem Podest weggeht, eure Beinmuskulatur so ein bisschen zittert, als wenn ihr gerade schnell gelaufen wärt oder Kraftübungen gemacht hättet. Und ihr fühlt euch ein wenig schlaffer. Ihr verliert 3 HP. HP? Ja, Lebenspunkte. Lebensenergie. Ich atme schwer. Mich hat's erwischt. Was ist passiert? Bist du umgeknickt oder was? Ich weiß es nicht. Also, ich setz mich jetzt erstmal auf die Treppen. Man sieht mir gefühlt schon den Schweiß auf der Stirn stehen. Ich habe das erste Mal Schaden genommen. In deinem Leben. Snickers, ist alles okay? Irgendwie fühle ich mich nicht so gut dafür, dass wir uns so wenig bewegt haben. Vielleicht habe ich auch nur zu wenig geschlafen, aber das hier war echt anstrengend. Ich würde mir Snickers mal angucken, atmet er irgendwie schwer oder so? Oder irgendwie keucht er so ein bisschen? Oder? Wirkt ein bisschen außer Atem. Snickers, also. Hast du mal geraucht oder sowas? Ist das vielleicht irgendwie so eine bist du schon aus Atem oder was? Ich bin wahrscheinlich einfach zu viel gerannt und hier unten, das muss an der Luftfeuchtigkeit hier liegen. Das kann natürlich sein, Koro? Koros Lampignon leuchtet etwas schwächer wie vorher. Was ist los mit? Ja, guck mal, das kommt davon, wenn man immer alles anpackt. Das muss doch an dieser blöden Truhe da liegen, in diesem Sarkophag-Ding. Aber geht's euch denn so weit? Also ist alles okay oder sollen wir eine Pause machen? Das ist ein Stein. Ich spüre mal, was meine Ranken mir sagen und was mein. Und jetzt gerade nochmal wüsste, was der Chemalizer genau macht. Ich will das genauer mitteilen. Einfach mich kurz mit dem Zeug befassen, um dieses Ding zu untersuchen, was ich da auch abgekratzt habe. Das Ding, was du auch abgekratzt hast, du hast mich gerade verloren. Habe an dem Stein doch etwas runtergekratzt, um in meinem Microlab zu untersuchen. Hat er den Stein rumgekratzt? Genau, und du hast gesagt, weil ich es angefasst habe, habe ich Schaden gekriegt. Ja. Das heißt, ich habe kurz Chance, da nachzugucken, was das war. Naja. Jetzt auch mal anständig würfeln. Scheint nicht gut. Du raus, dass es aussieht wie Stein, aber eine Metalllegierung ist. Aber mehr nicht. Captain, das hier ist auch was Metallisches. Und irgendwie ätzt es mir die Ranken weg. Naja, eigentlich ist es ein Stein. Bevor ich sagen, ist kein Stein, was Metallisches. Mein Analysegerät sagt Metall. Hast du mal geguckt, ob dein Analysegerät stimmt? Mein Analysegerät hat erst recht. Vor allem reagiert mein Arm nicht auf Stein so. Und du siehst kleine Blasen hier an der Ranke. Kann ich mal kurz das Analysegerät mir angucken? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich würde mir das gerne auch mal angucken, denn ich habe tatsächlich vorhin auch gesehen, dass ich auch Physical Science habe. Da würde ich gerne mal drauf würfeln.
gerade mal eine 25 etwas. Schaust dir nur das Analysegerät an. Ich schaue mir jetzt halt, ja klar, das an, das was er, also. Ob ich irgendwie, genau, ob ich irgendwie diese Zusammensetzung dann irgendwie kenne. Oder ob ich schon mal von einer Metalllegierung gehört habe, die da so aussieht wie Stein. Oder ob mir das komplett unbekannt ist. Okay, ja. Warte. Ich formuliere es nochmal neu. Mein Analysegerät sind ein paar Röhrchen und vor allem ein paar Holzröhrchen an meinem Arm. Und es sind jede Menge kleine Insekten, die da rumkreuchen und fleuchen, weil ich nicht sehen kann. Stimmt, ja. Gerät teilt mir mit. Ich kann dir gerne das Metall geben. Dann nehme ich nämlich das kleine Rankenteil ab und kipp das aus. Und du merkst, dass in dem Rankenteil auch ein Glaszylinder mit eingefasst ist. Hat der Form sowas wie ein Scanner oder Vent? Ja, ich habe auf jeden Fall einen Scanner. Ja, dann bestätigst du, dass es eine Metalllegierung, eine mimetische Polylegierung. Wer kennt den Begriff? Ja, genau. Und zwar auf atomarer Struktur eine flüssige Form, die sich aber feste darstellt, aber Energie leitet. Auch im jetzigen Zustand scheinen diese einzelnen Partikel miteinander zu kommunizieren. Das möchte ich genauso mit diesen Begrifflichkeiten anderen vermitteln. Ich als Spieler weiß es leider nicht. Tut mir sehr leid. Ja, das würde ich dann genauso weitergeben. Sie scheinen aber irgendwie miteinander zu kommunizieren. Genauer weiß ich das aber auch nicht. Aber ist auf jeden Fall interessant, wenn das. Ich dreh mich rum, guck den Stein an. Warum hast du mir wehgetan? Weil er ein komisches Interpoli-Dingenskirchner ist und untereinander kommuniziert. Vielleicht mag er es einfach nicht, angepackt zu werden. Er steht auf Privatsphäre oder so. Ja, ganz bestimmt. Ja, wie auch immer. Allerdings. Also sind es jetzt so Mikroroboter, so wie bei dem Ding, wie bei dem Flugzeug? Nee, schon anders. Aber ich weiß auch nicht, wie ich es besser erklären kann, tut mir leid. Ich erkläre es mal eher so. Es ist wie ein Stein, also ein Metallstück, das unter Spannung steht und mit den anderen Metallstücken kommuniziert über diese Spannung. Und wir als Lebewesen, die es anfassen, kriegen eben diese Spannung zu spüren. Ist wie ein Elektrozaun anpacken, nur etwas kreativer und anders auch mit anderen Materialien, aber grob fahrlässig dürfte das hinhauen. Okay, das also habe ich versuchen verstanden. Versuchen wir, andere dieserartigen Konstrukte nicht anzufassen, denn sie kommunizieren, wie gesagt, über alle anderen Elektrozaunstationen. Gut. Genug Wissenschaft für heute, ich mache die Tür auf. Ja, ich erhitte noch so die Hand. Ohne vorher dran zu hören, alles klar. Ja. Ellen stemmt sich vorne gegen diese Doppelflügeltür und drückt sie auf. Und was Ellen hinter dieser Tür erblickt, das sehen wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
So, da sind wir wieder aus der Pause direkt wieder in die Auction rein. Yeah. Captain, vielleicht sollten wir noch dann. Ja, genau. Wo Alan gerade diese doppelte Steintür aufdrückt und dein Blick in einen Raum fällt. Um nicht zu sagen eine Halle, nahezu eine Kathedrale mit einem Rundbogen Kuppeldecke. In der Mitte siehst du so etwas wie einen riesigen, ja, Springbrunnen ist falsch, ein Becken, in dem aber eine silbrige Flüssigkeit zu schwimmen scheint. Und hinter dem Becken siehst du ein Objekt, eine Kreatur, ein was auch immer stehen, was der Statue nicht unähnlich ist, die ihr vorhin gesehen habt. Nur, dass dieses etwas eine Art Brustpanzerung zu tragen scheint. Ein Schild in der Hand und eine Art, eine schwertartige, säbelartige Waffe in der Hand hat. Mit dem Unterschied, dass bei dieser Statue, in Anführungszeichen, die Augen grün glühen, das Zeichen auf seiner Brust grün glüht und auch grüne Linien über seine Waffe laufen. Und wir würfeln Initiative. Nein! Denkt bitte dran, eure Tokens zu markieren, bevor ihr in die werft. Ja, löscht mal alle Tokens aus der Initiative, genau. Oder raus. Erstmal alle Tokens löschen, dann können wir ja nochmal würfeln. Dann. Sehr gut. Angeklickt. Copies. Und Initiative geworfen. Geworfen. Ja, es ist besser als letztes Mal. Roll on the drum. Wir wollen heute auch echt nicht langsam sein, habe ich das Gefühl. Und egal. Ja, ne? Wir würfeln alles so gut, dann kommt das. Wasser Scheiß. Haben wir alle. Ellie, Corvus, ja, ne? Network, Snickers, Vale, Koro. Ja, habt alle. Gut. Ja, dann... hört ihr nur noch ein... Wo ist denn jetzt die Bewegungsreichweite? Ich kacke das. Hast du schon für die Zuschauer auf die andere Szene gewechselt oder warum bist du nicht? Müssen wir streamen? Ob du schon im Stream auf die andere Szene gewechselt hast, die sehen bisher nur, also nur immerhin unsere Charakterbilder, aber nicht die Battlemap. Ich weiß nicht, ob du die abbilden wolltest. Die Battlemap sieht. Ach so, das meinst du, dankeschön. Nein, hab ich nicht, jetzt hab ich's. Turn Order hier ein bisschen mit reinschieben für die Zuschauer. Man hört ein maschinelles Dröhnen, Surren aus dieser Statue, als sie sich in Bewegung setzt, das Schwert erhebt und auf euch zukommt. Und sobald ich jetzt diese verdammte Bewegungsreichweite finde... Lass dir ruhig Zeit! Naja. Ah, da. Ja, das ist schnell, das Ding. Sagen wir es mal so, ja. Und dann mit einem Satz über diese Brunnenfläche gesprungen kommt und auf Ellie zukommt. Diese Klinge mit diesem grün leuchtenden Glyphen, nenne ich es mal, darin, erhebt und nach Ellie schlägt. Ja. Im Moment, wo man eigentlich immer erstmal Nein sagt. Das ist der Moment. Ja. Naja, aber jedes Mal, wo ich gesagt habe, es ist irgendwas gut, dann kam ein blödes Ding. Autsch. Ich denke, eine 24 trifft dich auf jeden Fall. Kriegst aber zum Glück nur 4 Schaden. Ganz knapp. Ui, ui, ui. Ja, dann mit der +1.
Ja, ganz knapp leider nur. Mein Armor-Class ist gerade bei 23,5. Ist gerade drüber gekommen. Wow. Neisingen. Ja, dann ist ein Gast dran. Ja, ich sehe das Ding. Hüpfe auf, ziehe währenddem meine Waffe und gucke jetzt das Vieh an und mach wie immer meinen Survival-Check, weil ich will den Trick attacken. Kannst du mal. Also HG von dem Vieh. Hm? Beziehungsweise ich mache einen Wurf. Ja, also da ich. Mich hat's ganz hart erwischt. Warum hast du da einen plus 10 Bonus drauf noch hinten dran? 18 Weil Bonus. Das kann. Okay. ERK oder K? Ja, also nee. 18 hast du. Also nein, das ist erst, das ist nur der Survival-Check, dass ich Trick attacken kann. Das immer. Ja. Also irgendwie bewegt er sich für mich viel zu gut und ich sehe da gerade keine Schwachstelle in seinen Bewegungen und mach dadurch dann quasi nur eine normale Attack. Das. Treffe ich mit einer 15. Mit einer 15 triffst du leider nicht. Du feuerst den Lichtbogen aus deiner Pistole raus, aber der schlägt nur vorne ins Schild und die Energie scheint irgendwohin abgeleitet zu werden. Bale. Okay. Ja, da die Drohne natürlich jetzt vor mir dran ist, kann ich hier keine volle Aktion geben. Allerdings würde die mal versuchen, sich könnte Vale sich so ein bisschen an diesem Konstrukt-Dings-Roboter vorbeiquetschen, um dahinter zu kommen. Ist also eine kleine Drohne. Klar, kann es das, aber dann kriegt es halt eine Attack of Opportunity. Okay, es ging mir nur um den Platz. Ja, dann würde Vale das nämlich versuchen. Dann mit seiner Bewegungsreichweite kommt der locker hin. Irgendwo da hinten. Das passt. Dann würde ich mich gerne einmal, oder er sich gerne mal dahin bewegen. Ja, genau, da ist ziemlich gut. Und dann darf das Ding einmal auf Vale schlagen. Schön ist, ich bekomme noch, Vale bekommt einen Bonus auf seiner AC. Mhm. Weil gegen die 25 trifft, aber okay. Ja. Kriegt 6 Trefferpunkte. Aber es ist halt keine richtige Katze. Das heißt, das Fauchen kommt quasi nicht, aber es kommt mal so ein mieses, fieses Quietschen, wie auch immer, ne, als diese Klinge über die, wahrscheinlich über das Bein oder so von Vale streift und dann so eine tiefe Kerbe in dieser Panzerung hinterlässt. Und so, auch so ein bisschen Öl quasi aus dem Bein rinnt. Nicht die Katze. Ja, und dann kann er leider nichts mehr machen, denn er hat keine Aktion mehr. Das ist wohl richtig. Alan, du bist dran. Ja, das Viech scheint groß, grün und leuchtend zu sein. Mhm. Wirkt damit ziemlich cool auf mich. Mhm. Eigentlich hätte ich gerne sein Equipment, weil es sieht scheiße nice aus. Deswegen haue ich es mal. Lass dich schon einschüchtern, du leuchtest blau. Ja, ich leuchte blau und rot, aber er leuchtet grün. Weil er's kann. Mhm. Ja, gut, also grün und blau schmeckt wie Sau, ne? Ja, aber ich damit treffe wahrscheinlich nicht. Nein. Mit einer schlappen Zehen. Fährt deine Sonnenklaue nur kratzend über sein Schild drüber. Mann, ist der Korbis. Cool. Habt ihr mich eigentlich geskippt, oder? Ja. Ja, sehe ich auch gerade so. Gut, dann, sorry, war Koro vorher dran. Mensch, gut. So. Move Action. Ich will wieder rausfinden, was das für ein Haustier ist, was da steht. Ein Haustier? Ja, für mich ist das ein Haustier. Da ist klar. Es ist grün und es bewegt sich. Muss ein Tier sein. Hau aus. Nee, du haust mir raus, weil ich sag 30. Das war was? 3 plus Challenge Rating? Oder wie war das? 5 plus Challenge Rating. Okay, dann findest du alle 5 Stufen 4 Sachen raus. Ja, dann findest du erstmal raus, dass es ein Leash Lord ist.
ein Lawful Evil Machine. Das waren zwei. Dann findest du raus, dass der zum einen eine Damage Reduction hat für 5. Gegen alles außer Hyperphasenwaffen. Bitte? Was sind denn Hyperphasen? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ja. Und dass es schön das jetzt gelesen. Verdammte Axt. Hier beim Richtigen. Ne, finde ich gerade im Buch nicht. Da muss ich hier gucken, weil da steht es auch irgendwo drin. Kein Problem, ich löse das gleich. Immun gegen Gift. Resistenzen gegen Feuer und Energie. Und, finde jetzt den Begriff, spieltechnischen Begriff nicht, Self-Healing 3, also regeneriert pro Kampfrunde 3 Lebenspunkte. Naja, wer kennt's nicht? Ja, war ich auch, aber. Ja. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Also, ich würde noch mal gerne auf meinen Angriffswurf von vorhin zurückgehen, also den ersten, den ich für heute gewürfelt habe. Ja. Einmal zumindest, ja? Nein? Okay. Ich hab's versucht, ja? Ja, dann bin ich dran. Das war jetzt die Aktion von. Ja, Moment. Achso. Ah, okay. Moment. Was war das? AG. Ich sage: Lichtlord, sehr stabil, immun gegen Feuer und Gift. Immun gegen Gift, resistent gegen Feuer und Elektrizität. Genau das teile ich mit. Und dann sage ich noch höchstens Ellie ducken. Und währenddem schleudere ich meine Ranke nach vorne. Und ein paar größere Käfer fliegen auf ihn zu. Und fangen dann an, über ihn drüber zu laufen und lassen irgendeine Seuche auf ihm drauf, die jetzt seine Damage Reduction von 5 auf 0 schraubt. Die Damage Reduction von 5 auf 0 schraubt? No more Damage Reduction. Okay, krasse Assi. Hat der einen Widerstandswurf oder sowas? Nein, das sind Käfer. Kommt, so funktioniert das nicht. Moment, hab was vergessen. Und zwar muss ich... Drei gewürfelt? Macht er was? Ja, das braucht man mal ein bisschen. Wenn sich. Ah, Moment, da. Nee. Einfach submit. Kacke! Trifft nicht. You suck. Mehr, dass die Käfer jetzt über ihn hinwegfliegen. Ja. Ich muss. Wir kommen wieder! Ich glaube, ich muss treffen, deswegen. Guck das nochmal nach, aber. So, und ist resistent gegen Schaden. Ist Corvus jetzt dran? Wie, der ist resistent gegen was? Ich bewege mich dabei so einen Schritt zur Seite, damit ich einigermaßen dieses Ding sehen kann. Hab ja dann so im Moment vorher schon Vale vorgeschickt. Und dann würde ich so... Captain, genauso bleiben. Ein bisschen zur Seite. Und dann in den Nahkampf feuern. Mit meinem, ja, leider Lasergewehr. Ja. Einfach da minus 2 auf den Trefferwurf. Ja, nee. Ja, der Schuss schlägt einfach knallhart in das Schild ebenfalls ein, als er deine Waffe verlässt. Und gibt so einen Funkenregen auf dem Schild, aber hat keine wirkliche Auswirkungen. Ach, das meinst du mit hart? Oh.
Network. Ja, Network macht das, was er in solchen Kampfsituationen am besten kann. Er stellt sich halt so steif hin, wie er immer da steht, streckt den Arm aus mit seiner Laserpistole und feuert einmal auf diesen Unhold. Unhold. Ja. In Forge. Uff. Piu, piu. Wieder. du hast eine, auch eine Laserpistole, ja, auch bei dir schlägt der Laserschuss wieder ins Schild ein. Und man sieht Funken auf dem Schild verglühen. Das war nicht sehr effektiv. Ja. Ohne irgendeinen Ton von sich zu geben, erhebt euer Gegner wieder seine Waffe und schlägt nach Ali. Wir sollten langsam anfangen, Dinge zu treffen. Ich will es ja nochmal erwähnt haben. ja, das trifft mich. Dann kannst du dich unter dieser Waffe wegducken. Das trifft mich. Ach, ich habe nicht verstanden. Also, ich eben gesagt, du hast 23 noch was? Das war ein totaler Spaß. Nein, als ob ich eine 23,5er Rüstungsklasse habe. Ja, keine Ahnung. Ich hab 14. Dann macht er einen waagerechten Schlag und schlägt dir sein sirrendes Energieschwert in die Seite. Man sieht, wie Funken sprühen. Wenn er das Schwert zurückzieht, sieht man wirklich so einen grünen Energieriss in Ellis Seite. Ah. Snickers. Autsch. Ja, er hat ja gerade zugeschlagen, das heißt, es hat sich jetzt gerade bewegt. Ich gucke jetzt, ob er jetzt nicht irgendwie schlechter steht wie vorher. Mhm. Also nochmal HG plus 20 für mein DC. Plus 20 ist dein DC, okay. Ja, der HG von dem Vieh plus 20, da muss ich drüber würfeln. Ja, das heißt, ich habe ihn jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Das heißt jetzt, das Vieh ist flat-footed. Das ist gut. Das schon mal als erstes. Jetzt für die Runde oder für immer oder was? Für diese Runde. Ja, das ist schön. Deshalb ist das immer ganz wichtig, dass ich Erster bin. Treff gefälligst. Treff ich mit einer 18. Wenn es flat-footed ist, schaue ich gerade noch mal rein. Ist ja wahrscheinlich hier wie bei D&D auch, dass der Geschicklichkeitsbonus runtergeht. Ja. Und das ist auf die ERK trifft. Trifft, ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das da drauf ist. Ja. Gut, dann kriegt es 7 Schockschaden. Ja, dann siehst du, wie der lichte Bogen an dem Schild vorbei in seine Brust einschlägt und dort ein Verbrennungenloch hinterlässt. Was aber sobald der Lichtbogen beendet ist, so langsam das Schwarze wieder verschwindet. Und man so ganz langsam sieht, wie sich das Loch wieder schließt. Schnell! Wayne. Ich hab es geöffnet! Da ich, Vale ja nichts anderes gesagt habe, würde der jetzt meinem vorigen Plan folgen, dann einmal auf dieses Ding schießen. Ich würde dann natürlich die Dinge so ziehen, dass er irgendwie, klar, dass Ellie nicht im Winkel ist. Der Strahl geht 20 Fuß weit, muss dann nur erstmal treffen. Das wird wahrscheinlich auch keinen Schaden verursachen. Ah, ist ja so gewesen. Ich würde 4 Schaden machen. Trifft. 4 Feuerschaden kriegt das Ding. Ja. Ja, dann brandet wieder die Flamme aus der Flammenkanone, Flame Pistol über den Gegner drüber. Hat aber nur leichte Schwärzungen auf dem Skelett hinterlassen, ansonsten sieht man keine Beschädigungen. Das war schon der Max-Schaden, oder? Ach, schade. Ja. Koru, hau nochmal deine Käfer raus. Ja, ich habe gerade geguckt, ich komme nicht mal durchs Schild durch, ich lasse das. Kommst du nicht mal durchs Schild durch? Ich muss Minimum einen Schaden machen, um die Damage Reduction loszuwerden. Du kannst keine 6 Schaden damit machen, auch mit einem Kripp. Ich mache genau einen wie 4 Schaden. Krit? Ich spuck ihm ins Auge und blende ihn.
Wie soll ich denn automatisch kritten? Ja, mach halt einfach mal. Würfel, wenn einfach du keine, mal eine 20. Schmeißt. Einfach also mal eine 20 würfel. Ist, okay, absolut, ich hab noch eine Ladung. Absoluter Gamechanger gegen den, wenn ihr den mit der Damage Action nehmen könnt. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Ich hab, keine Ahnung, ich ziele genau und schmeiße los, mit Pizza in den Chat. Meine Käfer. Pizza in den Chat, genau. Es kam keine Pizza. Hättest du es machen. Ja, Chirobi hat gerade irgendwas gesagt von wegen Range Touch Attack. Ich weiß jetzt nicht, was er damit meinte. War schon 6 Minuten her, sorry. Nein, leider nicht. Jetzt kam die Pizza. Es ist leider kein Zauber, sondern ein Angriff. Ich würde es gerne als Range Touch Attack benutzen, gerne. Aber schummeln möchte ich auch nicht. Ellie. Langweiler. Ja, ich versuche das Ding mal noch mal zu hauen, ne? Hast du jetzt bessere Chancen, ist er flat-footed? Ja, aber mit einer 11 treffe ich selber noch nichts. Weil ich komme ums Verrecken nicht über eine 10 zu würfeln. Ja, und war's. Ja, leider nicht. Next. Corvus. Captain, da tut sich nix. Welche anderen Befehle? In dem Moment schieße ich nochmal auf das Ding. Mhm. Achso. Ja. Hab hier grad zu tun! Bin für Vorschläge offen! Nee, auch nicht. Och Mann. Ja, nö. Ja, auch hier schlägt der Laserschuss wieder in das Schild ein. Network. Diese Art Androide ist mir aus dem Omnitech-Sortiment nicht bekannt. Schieß noch einmal drauf. Natürlich. Feindliche Übernahme. Genau. Von einer anderen Firma. Ah! Die ganze 3 Schaden. Donnerwetter. Ja, aber auf jeden Fall gut getroffen. War aber noch kein Net 20. Ne? Ah, schade. Nee. Eine 19. Ja, dann schlägt der Laserschuss zwar an dem Schild vorbei in die Brustpanzerung rein, lässt aber auch nur schwarze Schmauchspuren auf der Panzerung übrig. Wieder absolut ohne jegliches Geräusch, außer von den Servomotoren, die wohl die Arme bewegen, die man hört, als sie anlaufen, schlägt wieder die Waffe diesmal senkrecht auf Ellie von oben nach unten zu. Oh Gott. Nur ganz knapp am Treffen. Nur ganz knapp. Mhm. Macht ja 6 Trefferpunkte. Über deine Brustpanzerung zieht sich jetzt auch so ein grüner Riss, der an den Schnittkanten glüht. Eine Brustpanzerung quasi wegschmilzt. Er hat aber auch die 19 gepachtet zum Treffen, ey. Ja, nur mal froh, dass er nicht die 20 zum Treffen gepachtet hat, okay? Das stimmt wohl. Ja. Snickers. Ja, same procedure as every day. Hau raus. Der noch flat-footed. Der ist flat-footed. Ja. Läuft. Dann wieder flat-footed, also. Los! Darf ich mit einer 16? Wenn er flat-footed ist, ja. Gut. Kriegt er wieder hier 7 Schaden. Hast du ihm eben schon mal 7 Schaden gemacht? Also das gleiche wie der eben. Ist, ich glaube, das ist genau der gleiche Wurf wie eben. Ja. Also, du siehst die Stelle, wo sich eben sein Energiestrahl reingebrannt hat, kurz bevor du schießt, da ist diese Beschädigung wieder verschwunden, die du ihm jetzt wieder reinschießt. Vale. Ja, da das Feuer halt auch so wirklich so nichts gebracht hat, und also das Schlimmste, was passieren könnte, ja, noch vielleicht so ein passiver Querschläger oder so ist, die würde Vale dann wieder die Waffe erstmal, ja, also wieder deaktivieren. Ja. Und würde. Sehr gute Frage.
Wer hat ja auch Kameras und so. Kann man irgendwie erkennen, dass dieses Ding irgendwie von irgendeiner externen Quelle oder sowas mit Energie gespeist wird? Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Hängt da noch Kabel dran an diesem Roboter oder so? So irgendwie Scanner in Vail? Muss ich kurz gucken. Ich habe eine Taschenlampe. Ja, nee. Nein. Granatwerfer? Spontan leider nicht, nee. Schade. Wäre sehr schön. Ja. Ich würde Vail wieder zurückbeordern, weil das bringt da halt gar nichts. Seine Schussattacken haben keine Wirkung auf diesen uralten Roboter oder was auch immer das für ein Ding ist. Und bevor der sich noch quasi jetzt dieser mechanischen Katze zuwendet, würde ich ihn wieder zurückbeordern. Das heißt, er darf nochmal nach Vail schlagen. Weil er sich halt wieder dann so zwischen den beiden, ne, durchduckt quasi, ne, irgendwie, ne, durch Beine hindurch krabbelt, dass er sich vielleicht noch an dieser, ja, in die Wand quasi drängt. Aber der darf dann gerne mit seinem Hyperphasenschwert nach meiner Drohne schlagen. Mhm. Das würde er natürlich dann auch tun. Ich hab eine Idee. Wir holen ihm einfach das Schwert ab. Ach so. Ja. Ach Mensch. Das ist aber, dass wir da nicht von eher drauf gekommen sind. Hat ja noch keiner gesagt. Das ist schon richtig. Und dann ist er jetzt zweimal würfelt. Das, ja, aber neun ist, glaube ich, nicht so. Nee, absolut nicht. Nee. Ja, die 10 auch nicht. Vail sich unter dem Schlag wegducken, das Schwert gleitet über die Wand und lässt da auch ein Riss in der Wand zurück. Also was immer diese Waffe ist, sie scheint durch jedes bekannte Material durchschlagen zu können. Ja, dann eine weitere Aktion hat Vail nicht, dann wäre der nächste dran. Gut, dann Network, kannst du dem Captain Covering Fire geben? Und Captain, könnt du und Vail das Ding vielleicht umschmeißen und wir dann die Rüstung oder dieses Schild entfernen, indem ich dir die Insekten näher rangebe? Und versuch schon mal mit dem Umschmeißen anzufangen, indem ich telekinetisches Projektil nach dem Ding feuer. Immer noch flat-footed. Mhm. Damit hab ich jetzt, ich fasse es nicht. Ist mehr ein Versuchen zu schieben. Erster Effekt, das Ding einfach irgendeinen schweren Gegenstand, den ich da halt liegen habe, und ihm das einfach gegen den Kopf schmeiße. Ja. In der Hoffnung, dass die anderen das jetzt nachmachen. Belohne ich immer mit 5 Fuß taumelt zurück. Nee, ich hatte eher gedacht, dass Ellie den jetzt umschmeißt, dass er liegt. Nee, das ist okay. Lass ihn da zurückstoßen. Das spielt mir in die Karten. Ich habe auch was vor. Tür wieder zumachen. Das wäre eine Idee. Das wäre bestimmt eine nicht schlechte Idee. Ja, wahrscheinlich. Aber mal gucken. Gut, hier Ellie, fang. Ich schmeiß dir so eine Viole mit Nadel entgegen. Okay. Oder eher gesagt, so ein kleines Holzröhrchen mit Deckel. So. Da sind die Insekten drin. Wenn du nächstens dran bist, drückst du ihm rein. Okay. Also dem Gegner reindrücken, hast du damit gemeint, oder? Ja, ein Melee-Angriff ist besser als das, was ich fabrizieren kann. Okay. Ja, Ellie denkt sich, ja, das ist ein Roboter. Roboter können meistens nicht gut mit Wasser. Er steht mit Rücken zu einem Brunnen. In dem eine silbrige Flüssigkeit ist. Ach so, okay, gut, dann never mind. Ich dachte, das wäre ein Brunnen, schade.
Vielleicht steht er ja auch nicht auf Quecksilber oder so, kann ja auch sein. Ja, mal gucken. Deswegen, ich hatte jetzt gehofft, dass du einen Trip-Attack machen kannst. Ja, ich versuche ihn mit einem Sparta-Tritt trotzdem mal reinzufeuern. Vielleicht funktioniert's ja. Und ich meine, ich habe bis jetzt so schlecht alles gewürfelt, da kann ich ja einfach mal auch was treffen. Mhm. Ja, genau. Ich gehe mal dahin. Drück den Daumen. Und dreh dich da einmal. Ich nehme jetzt trotzdem mal die Sonnenklaue. Ich meine, macht ja wahrscheinlich keinen Schaden, aber... 14? Trifft. Ich schaff's nicht über die... Das trifft? Ja. Ist ja noch flat-footed von letzter Runde. Ach, cool. Auch wenn ich immer noch nicht über 9... Ja, und ich versuch den dann quasi mit einem Tritt oder mit so einem Schulterramme einmal ins Silber zu befördern. Kannst du machen. Dann wird der zurückgeworfen und man sieht halt, wie er längs in diesen silbernen Brunnen reinfällt. Oder in dieses silberne Becken. Und auch tatsächlich. Zischt und britzelt? Nein. Okay. Und was jetzt? Sobald ich wieder dran bin, gehe ich zurück und mache die Tür zu. Gut, Rückzug. Die Frage ist jetzt, okay, gut, du könntest ja auch Kollegen von dich zurückziehen oder von dir zurückziehen, also dich zurückziehen. Die Frage ist halt, könnt ihr die Tür irgendwie verschließen? Die hat ja eine glatte Oberfläche. Ein Schweißbrenner da oder Klebstoff oder Snickers? Warte. Wisst ihr, was wir jetzt echt gut gebrauchen könnten? Eine Jagdfalle. Ja, so Jagd ausrüsten wäre schon nicht schlecht. Also, wenn wir es noch nach Initiative handeln, würde ich dann natürlich auch zum Captain hingehen und die so ein bisschen da wegziehen, aus der Tür rausziehen. Ich habe tatsächlich eine Idee. Okay. Amte deines Waldes. Ja, wer ist? Wir sind nur noch in der Turnorder. Ja. Das dann heißt, Corvus weiß. Ja. Der sich entmuten muss. Guter Hinweis, also Network bewegt sich zumindest so einen Schritt näher, also auch in Richtung der Tür, zielt aber erstmal weiterhin auf dieses Ding für den Fall, dass das jetzt irgendwie dann doch sich wieder aufbäumt und es auf den Captain stürzen will. Ja. Gut. Dann seht ihr, wie sich der Kopf dieses Skelettes wieder aus dem Pool erhebt, also er sich rausbewegt. Aber er nicht alleine. Links und rechts erheben sich mit ihm zusammen weiße Köpfe aus diesem Pool heraus, mit diesen roten Augen. Sorry, ich glaube, ich habe irgendwo dran gerüttelt. Hervorragende Arbeit, Captain. Kann mir jemand erklären, warum die den scheiß Spawning Pool unter ihrer Stadt haben und nichts davon wissen? Na, da seid ihr sprachlos, was? Ich auch. Ja, und er schafft es dann gerade wieder zum Stehen zu kommen an seiner Position, also quasi aufzustehen in der Runde. Snickers. Soll ich ihn wieder reintreten? Ich habe... ich habe Draht. Und zwar 80 Fuß dünnen Draht. Aha. Und ich habe einen Feuerlöscher. Okay, pitch me. Ja, ja. Und zwar, die Tür ging ja nach innen auf. Aha. Ja. Ja, er hat sie ja so nach innen aufgedrückt. Ja. Das heißt, ich hole jetzt die Feuerlöscher raus, wickel da diesen Draht rum und würde dann gern den Feuerlöscher in die Tür werfen. Sie ziehen die Tür zu,
das andere restliche Ende von diesem Draht wickeln wir einfach nur stramm um diesen Stein, sodass sie vielleicht im Dunkeln den Feuerlöscher nicht sehen und die Tür dementsprechend nicht mehr nach innen aufbekommen. Verstehst? Gut, dann müsste halt der Draht der Kraft widerstehen. Halt ja, aber das hilft uns vielleicht. Ja, ja, klar, die Idee ist nachvollziehbar, ja. Ja, da müsste dir jetzt aber jemand helfen. Ich würde einfach jetzt den Feuerlöscher und den Draht vorbereiten. Mhm. Hast du irgendwie... Ich meine, ich habe Quick Draw. Das heißt, ich lasse meine Waffe jetzt einfach zack im Holster verschwinden und zücke dementsprechend schnell den Feuerlöscher und diesen Draht und wickel das zusammen. Und dann rufe ich: Captain, mach gleich die Tür zu und irgendjemand hilft mir, den Draht hier drum zu wickeln. Hast du irgendwie Handwerkswurf oder sowas, dass du das so schnell und so gut hinkriegst, dass das auch stabil ist? Engineering. Ja. Aber bitte. Natürlich. Tja. Oh. Ja, ich meine, bei dir ist es eine 19, wenn du eine 7 würfelst. Ne? Aber wir würfeln echt grottig gerade. Ja. Hättest du mal die scheiß 220er am Anfang nicht geworfen, wären wir jetzt besser alle da. Ich war direkt dran. Wir haben damit geendet, ich bin dran. Ich hab nur schon geschossen. Ja. Ja. Passt. Vale? Der hat jetzt nichts Besseres zu tun. Also, der macht sich schon mal bereit. Wollte gerade sagen, schon mal einen Rückzug planen. Koro. Genau. Wer wickelt den Draht um die Steinstatue oder um den Steinsarkophag? Werde ich, kann ich machen, genau das. Während dem das eine vorbereitet, nehme ich das andere Ende. Okay. Dann gestehe ich mal zu, dass Snickers mit dem super guten Engineering-Wurf das Ding auch durch die Tür schmeißen konnte. Wo Koro das jetzt drum wickeln kann, gut für den Draht irgendwo drum zu wickeln, nehme ich jetzt mal keinen Engineering. Ich kann auch einen. Hast du irgendwas Feingefühl, Fingerfeinarbeit, damit du das drum wickelst, ohne diesen Sarg zu berühren? Das wäre nämlich viel wichtiger. Es sei denn, du sagst mir, ne, ist mir scheißegal, ich will es nur schnell und fest machen, dann lasse ich das auch ohne Wurf zu, aber dann trägst du halt die Konsequenzen. Ja, klar kann ich das genauso machen. Ich stell mich besser ran, strecke beide Ranken in die Länge aus und lass das dann passend drumrum fallen und dann bis nach vorne ziehen und dann wieder rüber. Ich bin doch groß. Und dann ziehe ich halt, sobald ich die erste Loop gelegt habe, nachziehen, um dann die nächste Loop zu legen, nachziehen. Weil Draht, großer Stein, allein die Friction müsste schon reichen, um zu halten. Willst du jetzt einen Wurf oder nicht? Ja, wenn du es so machen willst, dass du den Stein nicht berührst, irgendeine Art von Geschicklichkeits-, Fingerfertigkeits-, was auch immer Wurf. Baut den Stein neu um, ohne ihn zu berühren. So, Ellen, schnell die Tür zuziehen. Ja, ich zieh die Tür zu. Ja, so dass der Feuerwäscher sich mit einklemmt und du nicht die Finger klemmst, da brauche ich auch irgendeine Art von... Ansonsten such dir was aus. Stand of Hand. Ich suche mir mal Akrobatik aus. Ja. Oder Dexterity. Wisst ihr doch, wie ich gesagt habe, dass ich nicht über eine 10 würfeln kann heute? Ja, aber ist jetzt nichts super schweres, eine Tür zu ziehen, das kriegt ihr hin. Legacy dann continues. Sind. Die Türen wieder geschlossen. And I get the fuck out of there. Und jetzt Rückzug. Ja! Und die Schnur auf Spannung? Ich renne los. Ja, genau, ihr habt die Schnur auf Spannung gezogen. Gut, ihr rennt alle raus.
Ja, sollten wir jetzt dann nicht wenigstens noch in Reihe rennen? Oder, also so wie wir, so Turnorder technisch? Ja, jetzt machen? Rennt einfach. Ich mach jetzt mal, kann man Stärkewürfe machen? Ja, kann man. Ja, du kannst einfach aus Stärke würfeln. Mal gucken. Ah, ja! Er riecht sich die Finger und stirbt. Ja. Geht auf, der Feuer löscht den Boden und sie sehen ihn nicht. Das Ding ist aber auch schon wieder knapp auf der 19 getänzelt bei mir, also. Ja. Ich gucke nochmal einen letzten Blick zurück, ob dieser Draht auch wirklich um den Stein drumherum sich festzieht. Ja. Oder der da irgendwie, weil es hieß ja eben, das ist ein lebendes Metallgedöns, dass der sich nicht auf einmal da durchwandert. Weil das hat ja auch dieses Zeichen drauf. Ne? Scheint fest zu sein. Gut. Und dann eile ich dem Rest hinterher. Habt ihr Blick, wie weit ihr euch bewegen könnt? Ich hab vorhin schon mal nachgemessen. Also ich schreibe Fuß da dann, wenn ich. Dann macht mal alle. Ich hoffe, ich habe es eben jetzt nachgecheckt. Alle eine volle Bewegung. Ja, ich habe mich vorhin doppelt bewegt. Das ist dann 60 Fuß insgesamt, dann stehe ich halt da. Na gut, dann müsste ich hinter dir stehen oder. Gut, wenn wir gerade an der Nähe von Ellie sind. Ja, Vale ist, der ist ziemlich schnell. Captain? Ja? Setz dir die mal auf die Wunden drauf. Was? Drück dir gerade so ein paar richtig schöne Madenkäfer in die Hand. Jeder Tag ein neues Abenteuer. Pff. Okay. Was bei allen gehört hat zum. War das? Ein Ding. Es hat, ihr habt sowas auch noch nie gesehen, oder? Negativ. Nein! Ich hab ja schon mal den ein oder anderen Untoten in meinem Leben gesehen. Sah das wie irgendetwas aus, was mir bekannt vorkommt? Nein. Ich hab doch eben erklärt, dass es ein Lichtlord ist. Ja, aber ja, was ist das? Das kann auch schon wieder alles heißen. Es ist ein Lichtlord. Es ist was Untotes und was Böses. Laufen! Es ist also wahnsinnig resistent. Es war nicht organisch. Also es ist nicht untot. Entschuldigung, es ist nicht untot. Es ist lebendig. Unlebendig. Aha, ich wollte gerade sagen, weil Untote würde ich kennen und das sieht nicht aus wie ein Untoter. Ja, weiterlaufen. Mist mal wieder einer ab hier, der das kann. Genau. Ja, ja. Ihr habt wieder ein Knirschen an der Tür hinter euch. Hängen wir mal machen. Und wäre das die Tür auch. Dann erstmal 30. Dann kann man ja nochmal 30, wenn man voll rennt, ne? Ja, genau. Das hätte ich jetzt vor. Ich würde dann nach oben, also den Gang, den ich kenne, dann nach oben. Ja, wir sind doch nach unten, wir sind von nach unten gekommen, also. Ja. Ach so, ja. Dahin rennen wollen. Aber ihr habt auch außen schon erkundet, also das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Was macht's? Ich hab vor mir einen Baum. Wo rennt der Baum hin? Also Corvus möchte gerne weg. Ja, das ist ein Dungeon, auf den ich mich nicht einlassen will. Ja, Corvus und Vale auch nicht, deswegen, nope. Das ist ein Mensch, das Eingang am besten mit sehr viel Sprengstoff füllt. Reifen. Man nimmt den Dungeon und schickt ihn woanders hin. Könnte Vale nicht kontrollieren, ob so das Ding ganz hinterherkommt? Ja, könnte er. Und wenn... Ja, dementsprechend... Ich weiß nicht, ob Corvus das Vale machen möchte. Nachher haben die auch noch irgendwelche uralten Schusswaffen oder so, das wissen wir ja nicht. Also, könnte er schon, macht aber nicht. Vale könnte doch theoretisch nach oben dann sogar fliehen und dann erst runterkommen. Vielleicht haut es dann richtig ab. Wird ja schon, ich zeige einfach mal in Richtung und meine, Vale könnte doch hier aufpassen und gucken. Ich sehe nicht, wo du hingepinkt hast, aber... Da oben an der Ecke. Hätte dann doch Sichtweise auf diesen Eingang.
und könnte dann doch über den Gang hier oben wieder runterkommen. Komm, wir schauen so ein bisschen. Wenn ihr meint, ja, dann sitz und bleib. Nicht da. Ich hatte hier oben gemeint. Ich hab's nicht gesehen, weil ich hatte von keine Sicht drauf. Okay, ja gut, dann da. Sitz, bleib, Platz. Genau, dann sieht es ja die Ecke noch. Hm? Ja, genau. Ja, nicht dein Haus hier kaputt machen. Gut, und jetzt weiter fliehen. Hat jetzt alle eine Runde gegangen? Ja. Keine Ahnung, eigentlich müsste ich hier sein. Ja. Nein. Wird nur ein ganz, ganz entferntes wieder Schaben von Steinen, aber. Das ist einfach der stabilste Feuerlöscher und der stabilste Draht auf diesem Planeten, ey. Mhm. Ich habe jetzt wieder auf den typischen Omnitech-Spruch gewartet. Also der Draht ist tatsächlich von hier, also. Ah, okay. Ja. Ich würde bis da kommen. Ich meine, schon vor dir bin. Da. Bestimmt irgendwo da. Ich habe dir übrigens genug Insekten gedrückt, dass du 8 Stamina Points heilst. Ui. Keine Ahnung, warum Whale eine eigene Zeit hat. Hm? Bitte? Warum Whale bei mir auf der Anzeige keine eigene Sicht hat. Ich sehe ihn zwar als Token, aber ich sehe keine Sichtanzeige von ihm. Bei mir hat er Sicht. Verrückt. Wieder präsente Sicht. Ich habe ja auch so ein kleines Pad, mit dem ich quasi, also mein Custom Rig, mit dem ich mit Whale auch kommunizieren kann. Sieht er denn dann irgendwann was kommen? Näherer Zeit? Nee. Okay. Schaut ja in den Vorplatzraum unten und oben, sieht nix. Mhm. Dann war nochmal ein Wurf und dann müsstet ihr ja schon bald draußen sein. Ja, dann hört ihr irgendwo hinter euch in den Gängen eine Art Explosion. Das hörte sich nicht sonderlich gut an. Ich glaube, wir sollten los. Der Feuerlöscher! Ein Omnitech-Feuerlöscher hätte länger gehalten. Da ist er. Du hörst nur neben dir, wie ich hochgucke. Der ist von dir. Ich habe nichts gesagt. Gut, Verkaufsargumente. Er hat doch erstaunlich lange gehalten. Ich schicke ihn mal wieder zurück. Captain, fliehen wir jetzt eigentlich ganz oder bereiten wir uns hier vorne auf eine neue Schlacht vor? Hast du irgendwas, was explodiert? Nein, aber wenn wir ihn umstoßen können, können meine Käfer was gegen diesen Schild machen. Und dann gucke ich die anderen noch an. Oder gucke weniger, sondern... Und habt ihr noch andere Waffen dabei, außer Feuer, gegen die er Resistenzen hat? Negativ. Nee. Gar nicht, nee. Ich zeig schon nur noch auf meine Schockpistole. Die war gut. Das stimmt, ja. Ich meine, ich habe. Dann müsst ihr es erschlagen und wir es so lange behindern und uns davon abhalten, euch zu erschießen. Euch zu erschlagen. Wenn ihr eure Schüsse so timet, dass die Schläge irritiert werden, könnte das helfen. Und wenn es auf dem Boden liegt, kannst du es eher erschlagen. Das hatte jetzt noch zwei Freunde.
Das kann uns gleich Vale mitteilen, ob da mehr wie ein Vieh kommt. Ja. Ja. Aber selbst dann wäre ein liegender Lichtlord immer noch besser zu bekämpfen wie ihn nicht. Deswegen schlage ich vor, da vorne in der Biegung, in der wir uns eben befunden haben, einen Hinterhalt zu stellen. Genau genommen, ja. Hier. Ich meine, wir können es versuchen. Ich schaue schon die ganze Zeit auf die Kameras. So. Ja. Skype mag mich heute nicht. Er weiß auch nicht. Ja, wie gesagt, ich würde dann immer mal wieder auf die Kamera gucken, ob sich da etwas nähert. Was haltet ihr davon? Ist schon gut, aber ich meine, wir haben wirklich nichts ausrichten können. Ich meine, Captain, ihr könnt das am besten einschätzen. Ihr wart ja im direkten Kampf mit dem Ding. Ja, so, es teilt jetzt nicht so ordentlich aus, dass ich sagen würde, da sterbe ich sofort von, aber wenn eure Waffen halt überhaupt nichts dagegen ausrichten und es die ganze Zeit gut pariert, dann ist halt scheiße. Deswegen sag ich doch, wir schmeißen es um, verhindern, dass es sich wehrt und der Captain erschlägt. Es klingt so einfach, aber ich meine, Captain, traut euch das zu, weil das Ding wirkte sehr massiv und schwer. Kriegt ihr sowas umgeschmissen? Ich kann es versuchen. Nein. Wir bilden hier gerade eine Falle. Und wir schmeißen es um und Captain erschlägt. Darum geht's. Also ich kann nur für mich sprechen, aber ich kann das Ding also mit meiner Kraft oder so nicht umschmeißen. Und ich glaube, irgendein Draht oder sowas wird da nichts bringen. Weil Draht und ein nötiger Schubs hilft. Also irgendwas, was es zum Stolpern bringt. Also wenn das Ding nur annähernd so schwer ist und so massiv, wie ich das einschätze, dann... Ich meine, wir können es versuchen, aber... Kann ich kurz nochmal drüber nachdenken, wie schwer so ein Lichtlord normalerweise ist? Ich meine, der Captain hat ihn doch schon mal zum Fall gebracht. Genau, kommt doch erschwerend hinzu. Ja, also ein paar hundert. Sind wir hier bei Kilo oder sind wir hier bei Pfund? Englisch? Wahrscheinlich Pfund. Wahrscheinlich Pfund, ja. 100 Pfund würdest du tippen. Ich meine, wir können das gerne versuchen. Vale teilt uns mit, aus welcher Richtung es kommt. Einer wartet dann hier, lockt Captain es bis hierhin. Er kommt raus, stellt eine Falle dadurch. Captain schmeißt es um. Ihr seht zu, dass entweder die extra Viecher, die mitkommen, unter Kontrolle gehalten werden oder zumindest der Lichtlord nicht mehr gut schießen kann und Captain nicht mehr so einfach getroffen wird. Meine Insekten erledigen das und Captain kann es dann erschlagen. Meinetwegen bilde ich die Falle, dann lege ich die Insekten direkt nah dran. Okay, ihr habt jetzt mal eine Kampfrunde lang gequatscht. Ja. Können wir das jetzt so ausprobieren? Ja. Werft ihr das Seil zu. Prallt an ihm ab. Nee, ich spür's ja, wenn was gewusst. Roboter, denkst du es denn nur bei mir so? Nein. Nee. Mehr. Nee. Aber ich hab's aus dem Kontext rausgelesen. Gehört. Ja, ich prinzipiell mache mich ein paar Schritte hier den Gang entlang wieder nach hinten. Warte ja dann drauf, dass das Vieh von oben nach unten kommt und mach mich schon mal mit meiner Pistole bereit.
Deswegen sage ich ja, wir warten hier. Spannen das Seil hier rüber. Kann ich mir folgen? Ich habe ihn falsch verstanden, Entschuldigung. Ellie wartet hier. Lockt es an und wenn es vorbei ist, spannen wir das Seil und Ellie schmeißt es um. Klingt logisch. Dann kipp ich meine Insekten drauf, die ich noch habe, und zerstöre dir durch die Panzerung und Captain kann es kaputt machen. Außerdem muss Captain den blauen Balken noch um 8 Punkte erhöhen. Ja, den Teil habe ich nicht gehört, weil ich da rausgeflogen war. Das war vorhin im Gang. Ach so. Und ihr schießt in der Zeit so, dass, falls es zurückschlagen sollte, eben nicht Ellie trifft. Ja, dann habe ich dich ja doch richtig verstanden und kann in dem Sinne auch hier unten stehen bleiben. Ich bin ein kleines, haariges, pelziges Vieh. Ich drücke mich an den Stein und werde nicht gesehen. Punkt. Gut, in deinem Fall schon. Ich wollte nur, dass du nicht wieder an Ellie vorbeischießen musst. Müsste ich ja so oder so. Ich muss egal wie an irgendwem vorbeischießen. Naja. Okay, mit Taktik und hin und her habt ihr jetzt die zweite Runde aufgebraucht. Ja, haben wir das Seil schon spannen können? Ja. Gut. Das heißt, hier ist jetzt ein Seil gespannt. Ich frage nochmal taktisch nach. Bleibt Vale da oben? Das wollte ich gerade sagen, weil wenn, also das hätte ich quasi so als Reaktionsaktion angesagt, wenn Vale sieht, dass sich etwas, gerade dieser Lichtlord, nähert, und der eventuell auch dann Vale sieht, würde er als Reaktion darauf quasi den Gang zurück. Ja, von der Spielmechanik her kann er ja quasi nicht die Aktion des Lichtlords unterbrechen, oder? Er muss ja erst danach. Aber ich kann eine Reaktion ansagen. Wenn irgendetwas in meinen Sichtbereich kommt, dann tut er das. Das ist schon richtig, aber wenn er gerade im Gehen ist, in seiner Bewegungsaktion, wird ja diese Bewegungsaktion nicht unterbrochen, um die Reaktion von Vale auszuführen, oder? Doch, tatsächlich. Weil es ist ja quasi, ich sehe ihn und dann, als er ihn sieht, dann kann er sich natürlich noch weiter bewegen, aber dann... Dann tut er es. Ja, und dann wird auch vielleicht an meinem Custom Rig so ein rotes, so seine rote Lampe aufleuchten, die mit dem Vale zu seiner... Ja, piep, piep. Oder wie ein lautes, also ein Dröhnen wahrscheinlich nicht, ist dann nur so ein kleines Gerät. Es ist da. Und dann tippe ich so mal auf das Ding und dann, ja, rennt der da oben lang weg. Gut, also Plan ausführen. 20, 30, 40, 50. Kommst du noch in dieses Loch mit rein? Ja, klar. Entschuldigung, Network. Bin ganz kurz auf K gleich da. Ja. Das wäre dann die Aktion. Jo, wir warten jetzt drauf, dass der Lichtlord kommt. Gut. Dann gehen wir jetzt in die normale Turn-Order wieder über. Wollt ihr neu würfeln? Naja, theoretisch kann man ja mit Warten ansagen, ist ja nach hinten schrauben. Ja, wir würfeln neu, komm, was soll der Geiz? Warum? Warum nicht? Weil er als erster dran sein will. Das kann eh nur schlimmer werden. Das ist in dem Fall egal, weil Ellie soll als erstes agieren. Und er gesagt, wenn er, okay, wenn der Lichtlord nah genug dran ist. Es hat sich nicht unbedingt gebessert. Das ist richtig, ja. Wir haben kleine Zahlen rausgeworfen, ja. Wir sind jetzt erstmal nicht drin.
Wenn auch nur einer von uns jetzt in diesem Kampf kleine Zahlen würfelt. Niemals. Warten wir nochmal kurz auf Ellie. Ja, der vorhin gesagt, dass er noch kurz AFK. Orbis, Snickers, Network, Vale. Ja, Alter. Oh, Vale ist hier, Mr. Fastman. Ja, gut, ist ja auch ein kleines Stealth Throne. Bleibt der da stehen oder bewegt er sich weg? Der war ja noch nicht dran. Ellie. Oh, Entschuldigung. Ja, natürlich würde er sich wegbewegen. Er ist natürlich nicht da. Ja, Pizza! Pizza! Genau. Er hat ja tatsächlich so einen eingebauten Manipulatorarm und dann so, also komm her winken. So, na, komm. Er wackelt wild mit den Gliedmaßen vor ihm und ruft ihn dann zurück. Einmal Inni bitte, Ellie. Inni? Also waren wir zwischenzeitlich aus dem Kampf draußen? Ja, klar. Ja. Okay. Von uns immer dann noch die ist Vale als erstes dran und es geht wieder in die Fighting Action. Ja. Miau. Weg. Vale zieht sich mal zurück. Da er nur eine Bewegungsaktion hat, oder nur eine Aktion generell, dann war es das somit auch schon. Snickers. Ich warte ab, bis der erste Gegner liegt. Ellie? Ja, ich würde meine Aktion halten, bis das Ding da ist und dann draufhauen. Network? Ich warte ebenfalls ab. Koro? Mit gezogener Waffe. Gut, ich warte bis ran, damit ich das Seil spannen kann. Gut. Und auch ich werde dann warten. Ich hoffe, das Network wieder auch mal anpackt. Es braucht eine doppelte Bewegungsaktion, kann also sonst nichts machen, die Runde. Dann fangen wir da nochmal bei den Abwartern an. Snickers als erstes. Wird das hier jetzt schon umgeschubst oder noch nicht? Nein. Wir sollen ja warten, bis es umgeschubst ist. Gut, dann Ellie. Gut, ist es jetzt quasi an dem Seil vorbei? Das ist die wichtige Frage. Es steht vor Ellie. Also an dem Seil vorbei, gut. Dann spanne ich das Seil. Jo. Ziehen wir dran. Ellie spricht nicht mit jedem. Ja, ich, nee. Wenn das Seil gezogen wird, dann trete ich dagegen. Ja, dann mach mal einen Angriff, bitte. Puh. Treten, 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 treten. Attack. Los, los! Hey, guck mal, ich treffe Dinge. Ja, du triffst definitiv. Jetzt muss ich gerade mal was nachschauen. Was sind denn die? Ja, gut. Schauen wir mal, ob es da wieder stehen kann. Nee. Der Standfestigkeit ist nicht hoch genug und gehen mal an den Regeln vorbei und sagen, du trippst ihn. Ist hier irgendwie ein... Ja, das Symbol sieht gut aus. So an den Regeln vorbei. Geil. Da muss sich eine Spezialfähigkeit für Trip Attack geben. Es gibt die Prone-Fähigkeit, ja. Das ist ein Combat-Manöver. Und das funktioniert anders. Mir ja, skippen gerade ein. Combat-Manövers sind aber auch in diesem System so gut wie nicht zu schaffen. Also,
Ich habe mir die vorher mal durchgelesen, was du da für Werte würfeln musst, dass überhaupt was passiert. Das ist so lächerlich. Gut, das Snickers ist dran. Ich gucke, wie er fällt und würde dann dafür dann auch noch einen schönen Trick-Attack machen. Ich würde behaupten, das hat geklappt. Hm? Mann, ausgetrickst haben wir ihn auf jeden Fall. Ja. Ja. Der fällt definitiv auf den falschen Stein. Bam. Klug. Los. Im Kopf gestoßen. Bei einer Milliarde Würfel. Ja. Ja, trifft. Es ist, ja, ich treffe, er ist definitiv geflatfooted. Sehr gut. Nicht nur, dass er auf dem Boden liegt. Liegend ja. Und flatfooted. Dann ist jetzt Network dran. Ja, dann nutzen wir doch die Situation aus und sie schießen auf den Unholz. Der Boden. Das ist ein Match 20. Er macht Schaden. Das ist Slicingen. Ja, dann sieht man, wie Network seine Laserpistole abfeuert und der Schuss ja genau quasi in den Hals des Gegners einschlägt und dort eine schwarze verbrannte Stelle hinterlässt. Dann beginnt er jetzt zu brennen, richtig? Wie viel Schaden ist brennend, oder was? Yes. Da steht ja plus Burn 1d4, oder? Das war das doch der Zusatzschaden, der durch den Schaden Jahr 20... Vargas kriegt aus dem brennenden Zustand. Nichts, was ich jetzt... Nee. Ich kenne die Regel jetzt nicht so genau. Nee, das ist der Bonusschaden ist die 3 da, plus die 5. Das ist ein Feuerschaden. Genau. Deswegen Burn. So. Da eben das ja, glaube ich, ohnehin nicht sonderlich viel ausmacht. Das ist gut. Cool. Von meiner Position schmeiße ich dann jetzt einfach meine Ladung der Insekten drauf. Muss ich noch einen Angriff machen oder sagst du, ich bin nah genug dran, damit das funktioniert? Meinetwegen gehe ich schon noch einen Schritt vor. Ja, was musst du machen? Also Schritt vorgehen. Gut, dann gehe ich in Range rein. Begebe mich in Opportunity Attack Reichweite, ist mir scheißegal. Und schmeiß eben die Beatles drauf. Die Beatles. Oh nein, also, der Opportunity Attack ist große ein Drachfeld durchqueren, jetzt, nicht betreten. Bitte? Jetzt einsauen, damit die Damage Reduction weg ist. Das war meine Aktion. Mhm. Ja. Dann steht euer Gegner wieder auf in bedrohten Feldern, gibt euch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Attack of Opportunities. Mhm. Wenn er wieder so aufsteht, dann meine ich auch ja. Also das ist zumindest das Regelwerk aus D&D, ob das jetzt hier genau so ist, weiß ich nicht, aber... Ich meine allerdings auch, ich kann gerne nochmal nachschauen, aber... Ja, und dann machen wir es schon mal so, Alan und Koro, bitte. Und der brennt. Ich habe nachgeguckt, der kriegt den Zustand brennend, wenn man krittet. Wie lange kriegt der die W4 jetzt in der Runde? Du stehst in Flammen, solange du diesen Zustand besitzt, erleidest du jede Runde zu Beginn deines Zuges, ehe du Aktionen ausführst oder den folgenden beschriebenen Rettungswurf versuchst. Die aufgeführte Menge an Feuerschaden, genau, das ist dann 1d4. Und blablabla. Am Ende jeder Runde, in der du diesen Feuerschaden erleidest, kannst du einen Reflexwurf ablegen, um dich zu löschen und diesen Zustand zu entfernen. Der SG des Rettungswurfs ist 10 plus die Höhe des in dieser Runde erlittenen Feuerschadens durch den Zustand brennend. Alles klar. Danke. Bitte.
Genau, ja. Angriff, Attack of Opportunity und so genau. Zeug, ja. Attack. Ist flat-footed und liegend, additiv? Mhm. Da könnte ich ja vielleicht eine Chance haben. Mit der das heißt, Kunde. Das ist so viel wie minus 6 Erker. Bitte? Das heißt, so viel wie minus 6 Erker. Flat-footed ist minus 2 und prone ist minus 4. Moment, flat-footed heißt doch, dass der Agility-Bonus nicht gilt, oder? Ja. Ich hab grad nochmal nachgeguckt. Ach so, ist hier anders da. Ja, gut. Dann minus 6 Erker. Gut, nehme ich. Danke. Moment, er ist ja aufgestanden. Das heißt, er ist nicht mehr prone. Also ist die minus 4, aber nur minus 2. Entschuldigung. Nein, das war jetzt dann doch Bullshit von mir. Ja gut, ich würde ihn viel lieber nochmal umschmeißen. Deswegen und Ellie dann die Chance geben, dass er liegend ist, um ihn aufzuspießen. Dann versuch das. Jo, Attack of Opportunity heißt, ich mach einfach mal einen... Keine Ahnung, kann ich einen Acrobatics-Wurf machen, um ihm am Bein, wo er aufstehen will, oder die Hand, die er benutzt zum Aufstehen, wegzuziehen. Warum mit? Ja. Ja, da macht er. Und das wäre die niedrigen Zahlen rausgewirkt. Würde ich fast sagen, wenn du es mit Acrobatics machst, dann macht der einen Reflex-Wurf dagegen. Okay. Ich glaub dagegen. Nein. Also okay. Der langsame Armranke greift nach seinem Arm und er denkt, hast du den gesehen? Ist das eine Move-Action oder Full-Round-Action? Aufstehen. Das war jetzt meine Opportunity-Attack. Nein, das Aufstehen von ihm. Move. Nee, das ist eine Move-Action. Also genau. Hat er noch einen Angriff. Mhm. Dann schwingt er im Aufstehen, so im Aufwärtshaken, Schwung, seine Waffe Richtung Ellie. Alter, dieses Roll20 ist so gut, ey. Gibt Corvus dann, wie angesagt, Covering Fire? Klar. Sehr gut, dann hat Ellie jetzt nämlich noch plus 2 auf die RK. Ich glaube, eine 11 wird da nix, ne? Sehr gut. Wow, ich werde nicht getroffen. Du bist nicht getroffen. Das. Corvus ist. Cool. Du ja, kannst dich vor diesem Schwert wegducken oder auf Seite springen. Ich hab ja Covering Fire gegeben. Ja, das war dabei. Ja letzte, ne? Ja. Aber ja. Ja, dann. Die Käfer funktionieren, schieß drauf! Mhm. Ich muss nur. Robot 20 ist gerade nicht so schnell, es braucht ein bisschen gerade. Liebe und Zuneigung, ganz viel Zeit. Vor allem Zeit. Ah! Ja, es ist leider lahm in der letzten Zeit, ja. So, ja, er ist jetzt nicht mehr prone, aber flat-footed. Nein. Ja. Das heißt 0 minus 2. Dann 18 du. Auf die RC, ja. Okay. Dann bekommt er 7 Schadenspunkte. Ah, wir haben gerade vergessen, bei ihm den Feuerschaden zu machen. Sekunde. Und das war, ich hab's schon wieder vergessen, verdammt, was war das? 6 plus. Das heißt ein Reflexwurf, ja. Genau, Reflexwurf mit 10 plus den Schaden, den er gerade gekriegt hat, also 13. Also Reflex gegen 13. Das ist unmöglich. Für mich ja. Dang it. Ich meine, für ihn zum Fail. Hat er geschafft. Und die 3, die das Feuer verliert, heilt er auch wieder. Aber dann von Corvus die 7 kriegt er. Mhm. Das ist ein ziemlich schneller und geschickter Roboter. Vale.
Ja. Also ich hatte ja noch neben meinem Schuss noch eine Bewegungsaktion, die würde ich dann immer, wenn ich nichts sage, halt Veil geben, wenn ich halt nee, natürlich nichts anderes mache. Ja. Ist natürlich ein Problem. Muss er versuchen. Würde mit seiner Bewegungsaktion wieder versuchen, hinter ihm, also von der Reichweite her passt das locker, nur er darf dann wieder nach ihm. Obwohl, hat er schon Attack of Opportunity? Nee, noch nicht. Hat er noch nicht. Darf er einmal auf Veil schlagen. Als er sich wieder an dem vorbeiwuselt, hinter ihm. Oh oh. Und Veil sieht schon andere Dinge kommen. Ja, es sieht über den. Ich habe jetzt gerade was anderes gesagt. Veil ist nochmal an ihm vorbeigelaufen, oder was? Genau, er darf eine Attack of Opportunity gegen meine Drohne machen. Dann machen wir doch. Nein, das trifft nicht. 12 trifft nicht? Nein. 20 hat sie. Ohne, wenn es eine Attack of Opportunity ist. Gut, Snickers. Ich würde dann noch gerne schießen. Ja, dann bitte. Denn da würde ich nämlich in gerader Linie, es geht ja quasi so, durch und durch, trifft deutlich kein Zerfelder. Also gezielt an Ellie vorbei, würde dann wieder ein, glaube ich, auch der letzte, bevor er nachladen muss, Schuss der Flammenpistole kommen. Mhm. Okay. Mit einer 24. Treffe ich vermutlich. Kriegt er nochmal 3 Schaden. Sehr gut. Und dann hört man so ein Klacken bei der, also ne, bei der Pistole von Veil. Dann ist Snickers dran. Ja, Snickers hat seinen Survival. Ballwurf geschafft. Okay. Dann Trick Attack. Das heißt, er ist auf jeden Fall flat-footed. Yay. Treff mit einer 20, gehe ich davon aus. Ja. Endlich mal Schaden hier. 9. Schlägt ist der Schaden Blitzstrahl im Haus. Den Weg mal ein. Sehr gut. Jetzt läuft's ja. Ja. D8 und 6 plus 1. Gut. Jetzt hören Corvus Network Coro am ehesten hinter euch in der Dunkelheit irgendein Geräusch von Rumpeln. Als wenn irgendwas zusammenbricht. Und hier um die Ecke seht ihr einen Sinspawn kommen, der Veil als ersten Gegner ansieht. Ich spüre zusätzliche Vibrationen in der Gegend. Ja, ich sehe sie auf der Kamera. Sie kommen näher. Das trifft 16. Genau. Das trifft genau. Kriegt Veil 6 Schaden, als sich die Klaue des Sinspawns über seine Seite reißt. Nein, das kann er aber noch ganz gut ab. Ellie. Ja. Ja, ne? Ich sehe den Sinspawn jetzt nicht als das große Problem hier, sondern eher den Typ da vor mir. Deswegen hau ich den Typ vor mir nochmal. Mhm. Bitte. Wobei, ich würde mich... dann kriegt er nicht. Ne, man meint, ja, ich hau ihn mal. Flat-footed. Reaction, los geht's. Ich will nur mal anmerken, dass durch das, dass hier so viele Würfel sind, weiß, ist da einfach die 3 weiche 19, aber nachher zählt ja eh die 4, die ich hier nicht mal sehe. Und dann, ja, eine 19 wahrscheinlich nicht. Network 16. Ja. Ja, weil es ebenso gut geklappt hat und richtet Network dann direkt nochmal seine Laserpistole auf diesen
Lichtlord. Doch, Lichtlord. Lichtguard. Lichtguard? Die Lichtguard, also das Lichtguard wahrscheinlich hier. Der Lord wäre noch viel schlimmer. Lichtguard, Entschuldigung. Aber so nicht. Du schießt vorbei, wieder schlägt der Laserschuss in das Schild ein. Boru. Boru geht einen Schritt zurück. Als Disengage oder so. Kannst du machen, oder? Du kannst halt bei den hier. Genau. Aber ja, gut, dass er mir halt keine mitgeben darf. Ja, genau. Das ist halt jetzt auch eine komplette Move-Action. Ja, genau. Und dann nutze ich meine Standardaktion, um Mind Thrust zu zaubern. Gucken, ob ich sein Hirn fryen kann. Das mehr bringt, keine Ahnung, weiß der Geier. Wenn der überhaupt. Oh. Geht gegen was? Muss er nicht einen Will-Save machen dagegen? Warum steht das da nicht? Das müsste doch da stehen. Also für gewöhnlich muss er, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, einen Will-Save dagegen machen. Rettungseffekt halber Schaden, richtig, ja. Ja, Will-Save. Ich notiere das mal dazu. Ich sehe schon, ich habe das Ding nicht schön ausgefüllt. Entschuldigung. Will-Save DC 15, wie das da drin steht. Oh! Wow. Tja, dann wow. Schockt er kurz unter diesem Willenswurf, aber. Oh. Ja. Dann erhebt der stumme Metallmann vor euch wieder seine Waffe, um nach Alan zu schlagen. Kennt ihr das, wenn ich mit einem Single-Attack nicht über 10 komme, aber der mit einem Multi-Attack über 10 kommt? Ja, trifft beides. Ja, dann hört man einmal links, rechts die Hyperphasenklinge zuschlagen. Die Hyperphasen. Und du hast zwei weitere grünleuchtende Striemen bei dir in der Panzerung. Wenn das so weitergeht, sehe ich aus wie ein Christbaum, ey. Verdammt, Captain, ich geh mein Bestes. Ja, du machst es schon, ich vertrau dir da. Das ist nicht zu früh. Ist es 17? Trifft? Ja, dann bekommt er wieder 4 Schadenspunkte. Ich versuch's wirklich. Bekommt 4 Schadenspunkte von mir. Ja, sehr, sehr schön mit deinem Laser. Ein weiteres Laser. Brandloch in der Brust zufügt. Vale. Ja. Vale ist ja nun mal nicht so der Nahkampfspezialist. Deswegen tut er das. Macht so einen 1,5 Meter Schritt nach hinten und um damit quasi nicht von dem gehauen zu werden. Mit der anderen Aktion würde der da mal gerne seine Waffe nachladen. Mhm, kannst du machen. Ja. Snickers. Trick Attack. Trick Attack. Nee. Kann es sein, dass YouTube abgeschmiert ist oder ist das nur bei mir so? Oh jo, tatsächlich. Dieses Video wurde entfernt, weil es gegen die YouTube-Nutzbedingungen verstößt. Was? Das steht bei mir gar nicht. Bei mir heißt ich hab gerade versucht Video zu reloaden, aber YouTube sagt nein. Ich seh's gar nicht mehr angezeigt. What? It died it? Es wird auch kein Stream mehr angezeigt. Aber auch keiner mehr irgendwie, der läuft oder so. What? Nee, keiner, der irgendwie auch da war oder so. Nee. YouTube. Jetzt wird's persönlich. Neu optimiert. Jetzt wird frech, du. Ja, okay. Ist einfach so um 22.35 Uhr sogar der Stream zusammengebrochen. Da ging auch der Chat nicht mehr, oder was? Nee, es geht.
auf deinem Kanal ist auch das Video nicht, also. Ja, das ist komplett weg. Inhaltsstream wurde angehalten, weil unerwünschtes Audio-Videomaterial enthält oder weil er aufgrund eines Verstoßes gegen Müllrichtlinien gemeldet wurde. Fuck. Wer hat den Stream? Wer hat denn den Stream gemeldet? Alter, das ist Max Suicide. Fick die Himmel. Hände, ey. Toll. Was zum... Das ist jetzt der endgültige Troll von Roll20. Ja, Roll20 hat das gemeldet, weil wir uns darüber beschweren. Ja, es ist das Video wird bei mir nicht auf dem Kanal angezeigt. Das ist der Hammer. Was? Ja, ist einfach komplett weg. Die verlorene Episode. Ja, gut, dass wir dann ja, das war das Bermuda-Dreieck. Das ist 11:15. Jetzt ist schon alles vorbei, du. YouTube hat gerade den Stream beendet, warum auch immer, ist uns zu spät aufgefallen, wurde auch der Chat gekickt, sonst hätte ja im Chat sich einer schon gemeldet. Komische Sache. Ja, aber da es jetzt auch schon ziemlich spät ist, würde ich sagen, unterbrechen wir jetzt hier im Kampf und danke euch fürs Zuschauen. Ich check jetzt mal, was bei YouTube seltsam gelaufen ist, was die da für Schmerzen hatten, ob das jetzt an irgendeiner Musik lag, die ich da gezeigt habe, oder vielleicht an der Map, oder ich habe noch keine Ahnung, aber ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Auf jeden Fall danke an meine Spieler, es war eine coole Runde. Viel Ideen mit reingebracht, um das Problem, das wir hatten, zu lösen, beziehungsweise das Problem, das ihr hattet, zu lösen mit diesem doch sehr übermächtigen Gegner, muss man ja mal ganz klar und ehrlich sagen. Der war ja nicht ohne. Was heißt, warum redest du die ganze Zeit der Vergangenheitsform? Er ist noch nicht weg. Der ist. Ja, ja. Für diese Runde ist er jetzt erstmal nicht mehr da. Also, wenn das so weitergeht, hält es mein Herz nicht mehr aus. Das ist jetzt schon der zweite übermächtige Gegner innerhalb von 3 Tagen, ey. Ja. Tja. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, sorry für die Unannehmlichkeiten. Ich werde das jetzt noch im Auge behalten und mal gucken, was da YouTube mir schreibt, was los ist. Ansonsten hier draußen, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Nachschauen, dass du später schaust. Wenn es dir gefallen hat, lass uns einen Daumen nach oben da. Und ansonsten in 14 Tagen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, geht es weiter. Oder hat jemand andere Informationen? Zumindest steht Rise of the Rune Lords am 12. Mai wieder mit drin. Ja. Dann scheint es auch weiterzugehen. Gut, jo. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar drunter. Wenn euch jeder sowas schon mal hat, dass YouTube einen Stream beendet hat mit der Meldung, was auch immer. Hier, böser Stream, ich mache dich aus. Komische Sache. Und ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Und gute Nacht.